kommt als erstes allen Monstern in Roblox. Das Ganze erfahrt ihr im heutigen Roblox-Film. Deshalb gebt dem Ganzen auch unbedingt einen Daumen nach oben. Und falls ihr da draußen wie immer kostenlose Robux haben wollt, schaut den Film einfach bis zum Schluss. Denn ich habe wieder insgesamt 10 Roblox-Gutscheincodes versteckt, die ihr kostenlos einlösen könnt. Deshalb schaut bis zum Schluss, lasst ein Abo da. Und jetzt viel Spaß. Seven, Junge! Lumi! Lumix! Was geht ab? Bro, der Lehrer ist eingeschlafen, Junge. Wir müssen aufbrechen, ne? Ja, aber ich habe Angst. Das ist der ganz schlimme Lehrer, Bro. Ich will nicht erwischt werden. Bro, ey, Leute, ihr glaubt uns das nicht. Aber unser Lehrer, der heißt, by the way, Mr. Pickle, der ist richtig gemein immer. Und wenn wir nicht hören, dann schlägt er uns auch manchmal. Aber Sam, ich glaub... trau mich nicht. Ey, Bro, ich trau mich nicht, Lumix. Steh einfach auf. Komm schon, Junge. Hilf mir, irgendwie, ich kann nicht. Warte. Wie, du kannst nicht? Du musst laufen einfach. Schnell, ich hab richtig Schiss, ohne Witz. Bitte geh, Bro, nein, entspann dich doch. Guck mal, der schläft doch, Bro. Guck ihn dir an. Hey, spinnst du? Komm da runter, Junge. Nein, du musst dir das angucken, Bro. Guck mal, sein dicken Bauch an. Doch. Okay, das sieht echt lustig aus. Aber bitte lass weg, ich hab richtig Schiss vor dem. Okay. Hab ich jetzt mal richtig geschlagen. Okay. Ja, okay, lass ausbrechen. Lass so machen. Jetzt gewinnt der zuerst aus der Schule ausgebrochen ist, Junge. Okay, ich bin dabei. Ich werde wahrscheinlich eh der Erste sein, weil ich will schnell weg von dem Lehrer. Aber wir machen das nicht einfach so. Wir spielen um 1.000 Euro. Wer zuerst ausbricht, bekommt 1.000 Euro vom anderen. 1.000 Euro? Ja. Okay, das kann ich gut gebrauchen für meine nächste Klasse und nächste Schule. Okay, ich bin bereit. Okay, ja, guck mal, ich hole mir direkt einen Stuhl, Bro. Weil, den stelle ich einmal hier hin, Bats. Und dann gehe ich direkt auch schon mal los hier. Bap, bap, bap. Ich komme nicht hoch. Hey, ich auch nicht. Warte mal. Beeil dich, der Lehrer wacht gleich auf. Ich seh's schon. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Ich habe ja gesagt, ich werde selber pranken. Deswegen brauche ich keinen Stuhl. Ich aktiviere einfach mal meine Jump Boots. Zack. Mit denen kann ich nämlich richtig hoch springen. Passt mal auf. Boing. 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 Ich hab's auch geschafft. Lumix. Ich komm doch schon. Ich komm schon. Komm, beeil dich. Okay, komm schon, du kriegst das hin. Hey, wie langsam bist du? Komm mal her, ich komm doch schon. Komm mal, gut. Digga, lass doch abhauen. Ich hab richtig Schiss von dem Typen, bitte. Hey, du bist doch so bescheuert. Hä, was? Bro, ich hab doch gar nichts gemacht. Was redest du? Bist du doof, Mann? Als ob ich von Mr. Pickle erwischt werden will. Ich geh jetzt weiter. Ich will nicht rein hier. Komm, schnell. Junge, zack. Beruhig dich doch mal. Ich hab doch gar nichts gemacht, Junge, Mann. Junge, weißt du eigentlich, was Mr. Pickle mit mir letztes Mal angestellt hat? Der hat mich mit Kopf über in Mülltonne gesteckt. So hier. BAM! Hey! Das war Mr. Pickle. Das war Mr. Pickle. Ja, ich glaube, der hat dich schon gerochen, Bro. Das war Mr. Pickle. Was müssen wir hier machen? So, guck, du drückst hier auf Knopf drauf, bam. Und dann musst du hier lang, auf diese komischen Winddinger da. Ach so. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Alter. Wo bist du? Ich bin hier. Bro. Hi. Okay, lass weiter. Ich hab Angst. Komm schnell. Jo. Und boom. Was machst du? Ich mach nichts, Bro. Bro, du bist der Lieblingsschüler von Mr. Pickle. Du willst mich hier liegen lassen, damit Mr. Pickle mich erwischt. Hey, ich werde die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert. Sam, Hilfe. Was machst du da, Bro? Hey, bitte lass mich los. Ich will raus hier. Hör okay, auf, Luke. Hab dich losgelassen. Junge, ich bin ganz unten. Junge, ich bin auch runtergefallen. Digga, wie gemein bist du bitte zu mir? Warte mal, wo bin ich denn jetzt, Bro? Ich bin schon hier wie oben. Wie gemein bist du? Warte, ich muss schnell hoch. Ich glaube, Lumix gehört zu Mr. Pickle. Jo, Junge, jetzt entspann dich mal. Ich hab doch gar nichts gemacht, Digga. Du musst dich mal ein bisschen entspannen, Junge. Du gehörst zu Mr. Pickle. Hey, bitte nein, Junge. Bitte, Lumix. Ab nach unten mit dir. Hey, hör auf damit, ich will raus. Ja, okay, ohne Witz, Junge, jetzt. Okay, komm, auf den Knopf drauf. Hör auf jetzt, lass mich raus, bitte. Schnell, hier hoch, wir müssen hier hoch, komm hoch. Bam. Hey, guck mal, wie schnell ich bin. LOL, guck mal, wie schnell ich bin, oh mein Gott. Du hast irgendwelche Schnelligkeitsstiefel gekauft, Junge. Hey, ich weiß gar nicht, von wo ich die hab. Ich hab die aber auch, schau mal. Junge, ich hab die auch, schau mal. Alter, wie krass. Wir sind übel schnell dadurch, ne? Ey, wir sind richtig schnell. Was ist denn das jetzt hier? Okay. Eine Tür? Warte ganz kurz. Freunde, ich bin noch mal ganz kurz gemutet. Sever hat sich einfach auch Items gekauft. Deswegen würde ich sagen, müssen wir ihn noch mal pranken. Wir tasern ihn jetzt einfach. Passt auf. Sever, schau mal zu mir. Was ist das für... Was? Du kannst dich nicht bewegen. Hey, natürlich kann ich mich bewegen. Guck mal. Nö. Oh, jetzt, ey. Auf Wiedersehen. Mich wieder bewegen, let's go. Okay, ich muss beeilen. Schnell, zack, hier. Okay, warte, das hat nicht so gut funktioniert. Wir müssen das, glaube ich, so machen. Schau mal. Wir müssen da. Äh,
Was ist denn da los, Seville? Hey, hör auf mit sowas, Junge. Du brauchst ein bisschen länger heute, kann das sein? Bro, hör auf, bist du zu machen. Wenn mich Mr. Pickle erwischt, bin ich tot. Ey, ey! Lass es doch bitte jetzt, Junge! Ja, okay, komm, lass ausbrechen, Bro. Komm. Hör auf, Digga. Wenn mich der Mr. Pickle erwischt, bin ich down. Ey, wie soll ich denn da hochkommen jetzt? Ja, du musst auf die Leiter drauf, du Idiot! Wo ist denn die Leiter? Ja, die steht da! Ach so. Ja, Junge, hör auf. So, ich glaube, so ist richtig. Ja, ich überlege gerade, Bro, auf was warte ich eigentlich? Warum warte ich so, auf dich? So, zack! Ich mach einfach los. Ey, guck mal, wie du deine Geschwindigkeit... Ja, Bro, freust du dich jetzt? Junge, mit deinen komischen Geschwindigkeitsstiefeln. Ich hab die auch, Junge, hier. Guck mal. Ich brauch deine Hilfe hier, Lumix. Wir sind hier im Flur. Der wird es safe führen. Bro, guck mal. Da denkst du, das ist das Klassenzimmer, Bro. Hörst du nicht in den Arsch? Lass mal schauen, Bro. Guck mal. Nein, bitte, nein. Der ist da drin, nein, guck mal. Schau ihn dir an, bitte, Bro. Bitte weg. Nein, geh weg von da. Real Talk, geh weg, bitte. Bitte, ja, geh weg. Was ist, wenn ich jetzt einfach mal so richtig laut schrei und ihn aufwecke? Nein. Was ist, wenn ich schrei? Nein! Weg, Digga! Er kommt! Wo lang, Lumix? Lumix, wo lang muss ich? Renn! Wo lang? Eine Schlüssel, Bro. Aber wo ist der? Wo ist der Schlüssel? Am Ende ist er bei Mr. Pickle. Oh mein Gott, er ist hinter mir. Der kommt. Nein. Ich hab ihn. Okay. Komm. Krieg ihn nicht ab. Ja, let's go. Er geht nicht ab. Komm. Warte. Beeil dich. Komm. Ich bin gleich durch. Komm schon. Komm, beeil dich. Ja, ich bin drin, Bro. Das war so close. Oh. Aber warte mal, Bro. Wir sind hier in der Turnhalle oder so jetzt, ne? Schau mal. Alter, hier kann man so Sachen kaufen. Guck mal. Ja, nee, kauf das nicht, Bro. Das dürfen wir nicht. Oh, guck mal, ich hab ein Jetpack. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, Seville? Bro, ich hab doch gerade gesagt, wir dürfen uns nichts kaufen. Oh, Digga, ich bin so cool. Guck mal, ich hab ein Jetpack. Komm doch hoch. Guck. Guck mal, ich bin auch cool. Was hast du denn? Ey! Du bist der größte Assi, Junge. Ich dachte, wir wären beste Freunde hier. Ich dachte, wir wären beste Freunde. Was denn? Ey, ich petz das jetzt im Sekretariat. Ich petz das im Rektor. Mir wurscht. Ja, petz doch Mr. Pickle, wenn du willst, Junge. Mir doch egal. Oh, guck mal, Trampolin. Oh, boom. Guck mal, ich habe auch ein Trampolin, mein eigenes, aber. Bitte lass mich los, bitte. Du bist der gemeinste Münchner, den ich jemals hatte bis jetzt. Ja, Bro, guck mal, während du so hochläufst, mache ich einfach was denn? Linie. Guck mal. Und? Was kommt schon? Was denn? Ja, guck mal. Hä? Wo bist du? Bro, wo bist du? Ich bin hier oben, warum? Hä? Wo? Warte mal, ich gehe gerade zu einer Leiter. Bin ich. Wie hast du es geschafft? Zeig mal. Ach so, wie ich so schnell hier hochgekommen bin? Ah, Bro, ich weiß nicht. Ganz komisch. Hey, hier gibt's auch so einen Grappler. Nein, nicht kaufen, Bro. Nicht kaufen. Okay, gut. Jetpack reicht mir ja eh, glaube ich. Ja, Jetpack reicht voll aus, Bro. Ist gut. Guck mal. Wow. Kannst du das auch? Warte, ich überlege mal, ob ich das kann. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Selbe denkt auch, er hat das Rad neu erfunden. Schaut mal, was ich mit ihm mache jetzt, Leute. Ah, Lumix, du willst mich erwischen, aber nicht mit mir, Kerlchen. Ja, und ob ich das mit dir mache. Okay, Leute, jetzt reicht's mir. Ich geh jetzt weiter. Ich will raus von Mr. Pickle. Ich mach jetzt Seilbahn-Action hier, guck mal. Wo? Zeig mal. Ja, hier, guck. Ja, mach mal. Alter, wie schnell warst du da? Ja, hast du ja gesehen, ne? Ey, bei mir ist das aus, als ob du so einen Geschwindigkeitsboost hättest. Ja, ich hab auch diese Stiefel, die du hast, Bro. Ach, deswegen. Guck mal. Ich bin jetzt hier oben. Du bist ja voll weit hinten. Wo bist du denn? Bro, sag mal, Seville. Weiß noch. Willst du einfach mal den Rand halten? Was hältst du davon, Bro? Guck mal hier. Ich werf dir so einen Ball ab. Ey, warte. Komm her. Ich werf dich jetzt runter. Boom. Hey, du bist so unfair, Lumix. Runter mit dir. Ja. Nein. Ey, du bist der größte Assi, den ich jemals kennengelernt habe. So, erstmal jetzt hier ein paar Körbe machen. Hier. Ah, warte. Bam. Hey, ich treffe ihn nicht, Diggi. Werfen. Bei mir geht's nicht. Oh, ich habe auch nicht getroffen. Warte mal, ich mach nochmal. Jetzt. Ich hab getroffen! Let's go! Jawohl, ich... Nein, da ist er! Warte, schau! Seville, chill! Ja. Das ist Mr. Pickle, du weißt, wenn er uns bekommt, Bro, wir kriegen Hausarrest, wir müssen nachsitzen und so und extra Hausaufgaben und so. Ich weiß, hast du irgendeine Idee? Ich hab eine Idee, du wartest kurz hier und ich guck, ob die Luft rein ist, okay? Okay, beeil dich, aber bitte mach schnell. Leute, ich bin gemutet, ich lass ihn jetzt einfach hier warten, Digga. Und ich laufe einfach ohne ihn los. Oh, er hat mich gesehen. Warte, ich bin nicht ganz schief. Oh, ja, komm schon. Seville, ich helf dir gleich, Bro. Ich hab's gleich. Ey, bitte beeil dich. Ich kack mir gleich in die Hosen. Ich hab's gleich geschafft, Bro. Ich mach gleich Pipi in die Hosen, beeil dich.
oh, oh. Ist hier. Also, warte noch kurz. Ich hab's gleich. Beeil dich bitte. Ich hab's gleich. Hast du's? Ja, warte, ich lenk ihn ab. Hey, beeil dich doch mal. Hä? Jo. Junge, beeil dich. Bro, ist der Ausgang. Mach doch jetzt, Junge. Oh mein Gott, er hat mich. Er hat mich bekommen. Nein, wirklich? Aber, okay, ich klopf, die Luft ist rein, wir können jetzt laufen, Bro. Okay, let's go! Ich geh mal so. Hey, du bist so, assi, hör auf jetzt damit, bitte nicht mehr, ich will nach Hause zu Mami. Ich hab doch gar nichts gemacht, Bro. Sag, ich will nach Hause zu meiner Mama. Junge, du wirst den Ausgang niemals finden, Bro, der ist so versteckt, du wirst ihn niemals finden, Junge. Hä, natürlich, ich geh jetzt erstmal aufs Klo. Ah, warte, ich muss erstmal aufs Klo kurz. Ja, komm, geh mal aufs Klo. Oh, nein! Du wurdest geschnappt, hab ich recht. Oh mein Gott, Leute. Junge, ich hab mich einmal geschnappt. Du bist der größte Idiot. Natürlich kommt mit Mr. Pickles dann und schnappt dich, Junge. Was denkst du denn? Ich dachte, der kommt nicht mit aufs Klo. Ich dachte, ich bin alleine auf dem Klo. Was kommt denn mit aufs Klo? Lass schnell weg hier, bitte. Ey. Ich spiel gleich nicht mehr mit dir. Nee. Das war's letzte Mal. Wenn du mich jetzt noch einmal erwischst, geh ich raus. Ja, okay. Seville, sie müssen sich ein wenig beruhigen, ja. Nein, ohne Witz jetzt. Ich geh raus. Jetzt nochmal einen Korb werfen hier. Bam! Hey. Guck mal, wo wir sind. Jetzt aber. Boing! Ich treff nicht, Digga. Ich glaube, ich muss dich mal werfen, Bro. Nein, hör auf! Ich werf dich jetzt. Boing! Bitte. Ey, Leute, der Typ ist so gemein zu mir, Digga. Kannst du mal aufhören? Ey, warte mal, warum mache ich das eigentlich? Ich kann auch einfach den hier machen. Bro, lass mich los. Guck mal, ich bin irgendwie so komisch. Ich drehe mich die ganze Zeit. Was machst du denn? Das bin ich aber nicht. Ich bin aber auch drüben. Ich bin drüben. Ich habe mich immer gekrabbelt. Ja! Hä? Bro, ich bewege mich die ganze... jetzt hat's aufgehört. Hä? Was machst du? Warum bist du so am Fliegen, Bro? Warum bist du so am... Oh mein Gott. Hä? Warum drehst du dich so komisch, Bro? Guck mal. Siehst du's? Junge, wie ist so ein komischer Luftballon, wo die Luft rauskommt? Drehst du dich denn? Ich dreh mich ganz komisch. Aber ich hab's geschafft. Guck mal, ich bin hier. Wo ist Lügner, du Max? Ach, da. Okay. Warte, ich glaube, wir müssen dich kurz wieder gesund machen, Bro. Ja, mach mal. Leute, ich geh jetzt ohne Lumex vor. Digga, ich spiel nie wieder mit mir. Das ist das letzte Mal. Bist du wieder unten oder was, Bro? Nein, du warst früher mein Lieblingssitzer-Nachbar, jetzt gar nicht mehr. Ich sagte, wie es ist. Es war's mit uns. Es war's. Ja, es war's. Jetzt beruhigen sie. Wo bin ich denn gelandet? Nein! Nö, ich bin jetzt schon im Lüftungsschacht, ne? Es geht da hier um 1000 Euro. Ich zieh dich ab, mein Bester. Ich bin auch gleich durch. Zack! Nein! Hä? Hey, bist du auch schon im Lüftungsschacht oder was? Wo bist du? Ja, aber ich bin. Hä? Hä, Bro, wo bist du denn? Wo lang müssen wir denn jetzt? Guck mal, ich bin hier in irgendeinem... Hä? Hast du schon den Parcours gemacht mit dem Energy Drink? Ah, hier, guck mal, ich bin hier. Ey, Lumex! Hinter mir, Alter, bist du ja! Ey! Ich bin runtergefallen. Wo bist du? Digga, ich bin runtergelaufen. Ah, ich brauche Energy. Ja, natürlich brauchst du ein Energy. Wir sind in der Schule, ich werde immer Energy getrunken, Bro. Oh, let's go! Ja? Hey, ich schaff's nicht. Hä, hey, warum nicht? Ich kaufe doch Energy. Und go! Ey, ich schaff's nicht. Digga, du bist ja so kacke. Was machst du denn, Bro? Guck mal hier. Ich flieg ein bisschen rum hier. Schau mal. Hey, mein Energy funktioniert aber nicht. Hast du irgendwas gemacht? Hä, was machst du da, Bro? Warte mal. Ich hab ja ein Jetpack. Mir doch egal. Aber guck mal, das ist schneller als deiner. Schau mal. Sag mal. Nein, ich bin runter. Wie hast du das gemacht, Bro? Digga, du bist so kacke. Du kannst nicht mal Jetpack fliegen, Bro. Hä? Ey, hör doch auf, was zu sagen. Ich dachte, wir wären beste Freunde. Digga, du bist ja mal so lame, Alter. Guck mal, ich fliege mit dem Jetpack jetzt hier einfach durch. Jung. Du hast gesagt, letztes Mal, du bist beste Freunde. Ja, Junge, du machst so 31er hier die ganze Zeit. Leute, letztes Mal hat Lumex gesagt, wir sind beste Freunde. Und? Komm schon. Nein. Oh nein, ich bin wieder am Anfang, Digga. Bro, ich fall immer runter. Ich helf mir doch. Ich komm nicht rüber. Was brauche ich denn? Ey, ich fall auch runter die ganze Zeit, Digi. Ah, ich glaube, jetzt klappt's vielleicht. Oh, ich habe Energy getrunken. Let's go. Wow. Oh mein Gott. Hey, bei mir geht das Alter. Nicht. Lol, Leute. Lumex, ich bin viel besser als du. Ja, du warst mal mein Freund. Die 1000 Euro gehören mir. Freu dich mal nicht zu früh hier, Kollege. So, Leute, ich suche mir andere Freunde. Ich mach Kacke auf Lumex. Jawohl, ich bin durch gleich, Bro. Nein. Komm schon. Leute, ich gewinne die 500 Euro oder 1000 Euro. Wann waren es 1000? Oh mein Gott, ich bin durch. Ich gehe schon ohne Lumex durch. Komm schon. Nein. Schneller. Komm schon. Oh mein Gott. Wo bist du? Ich bin bei Barry. Ich bin bei Mr. Pickle. Ich bin auch da. Warte auf mich. Ich helf dir. Guck hier. Nein, ich warte nicht mehr auf dich. Ich helf dir. Du Verarsch. Aus der Reihe, mein Bester. Ich fahr jetzt hier ein Rennen gegen ihn. Ich hab doch das Teil hier. Nö, ich hab's. Hä? Tschüss. Ey, Junge. Let's go.
Warum ist er so schnell, Alter? Hier, Mr. Pickle, einfach rein gegen Mr. Pickle, Leute, gegen unseren Lehrer. So, let's go. Ich komme jetzt auch. Junge, ich habe dich schon längst abgehangen. Wo chillst du denn, Bro? Oh, aber ich komme jetzt, Bro. Ich bin der Erste. Ich bin vor Mr. Pickle. Ja. Nein. Hey, der Typ ist übel schnell. Ja, natürlich ist er schnell. Wo bist du, Lumix? Ich bin schon voll weit. Ich bin schon hier hinten oder so. Ich kann mir irgendwo so eine Mega-Rampe hier. Ich verliere gegen Mr. Pickle. Warte, kann ich ja. dich... Warte mal, kann ich dich von hier aus... Hör auf, nein, okay, bitte, okay. Ich bin knapp. Okay. Nein, nein, Mr. Pickle ist vor mir. Nein, nein. Mr. Pickle ist vor mir. Nein. Nein. Junge, Mr. Pickle hat mich abgezogen. Echt jetzt? Ich muss nochmal fahren. Ich auch. Nein. Ey, hab ich dich? Wer war das? Hab ich dich? Ja, ich wer hab war dich. Das, Digga? Als wenn ich dich noch gekillt habe. Ich beende die Freundschaft. Junge, du warst schon so weit weg, als wenn ich dich noch bekommen hab, Digga. Was? Doch, hast du. Ich beende die Freundschaft mit dir. Junge, du bist ja mal mega kacke, Bro. Freundschaft beendet mit uns zwei. Das war das letzte Mal, dass ich mit dir irgendwas mache. Ja, also ich muss das Rennen zwar jetzt nochmal machen, aber ich gewinne das ja jetzt von daher. Auf Wiedersehen. Ich gewinne das jetzt auch. Auf Wiedersehen. Ey, ist Mr. Pickle ist so gut. Du bist einfach kacke, schon mal daran gedacht? Nein, du bist kacke. Ich hab's gleich. Ja. Ey, der ist so... Entspannen. Boah, ich bin gleich durch. Ich hab's auch gleich. Ich hab's gleich. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Digga, wäre das ein bisschen zu ehrenlos, wenn ich selber ganz kurz vom Ziel einfach kill? Wäre das zu ehrenlos? Okay, ich bin Zweiter. Hast du's gleich? Nein. Nein, das war's. Nein, das war's. Bro, ich hör auf. Nein, sorry, ich bin raus. Leute, ich bin raus. Ich mach nicht mehr mit. Nein, Retalk. Nein, ich mach nicht mehr mit. Ah, ich bin raus, Digga. Leute, danke, dass ihr dabei wart. Ich bin raus. Hä, was? Ich du bin bist nicht raus, Junge? Ich krieg 1000 Euro. Nein, ist mir egal, ich spiel nicht mehr. Du bist der größte Unehrenmann. Was? Du spielst nicht mehr. Ich renne jetzt hier gleich ins Ziel rein. Ich krieg jetzt 1000 Euro von dir. Hä, bist du dumm? Digga, dann lass es doch, Bro. Warum machst du mit mir sowas? Du mobbst mich einfach im Spiel. Junge, also, das war ja nicht mit Absicht. Ich habe mich aus Versehen verdrückt, aber ist mir auch egal, weil hier ist Mr. Pickle. Ich gewinne jetzt in einen Bosskampf und dann bekomme ich 1000 Euro, Junge. Du bist der größte Assi, Leute. Leute, guck mal hier. Ich spiele nie wieder hier mit dem. Endboss, Endbosskampf. Bam, 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 bam. Ein bisschen abschießen, ja, das Leute. Das gibt's nicht, Junge, das gibt's nicht. Guck mal. Junge, ich bin gleich ausgebrochen, Bro. Ich bin gleich raus aus der Schule. Bam, 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 bam. Gebrochen. Du bist ein Lügner, Lumix. Mehr bist du nicht. Verarsche, Lumix. Lügner, Lumix. Mehr kannst du nicht. Oh mein Gott, der schießt irgendwelche Sachen auf mich. Hey! Bam, 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 bam. Ein bisschen mit Papierkügelchen abschießen, Leute. Kommt schon. Bam, 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 bam. Ey, vielleicht tot. Vielleicht tot. So, ich komm jetzt. Oh, renn weg. Renn. Ich komm jetzt. Ich hab gewonnen. Gar nichts hast du. Ich mach ihn jetzt platt, Junge, hier mit Papierkügelchen. Bam, 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 Junge, ich mach ihn so platt gerade. Oh mein Gott. Das ist so viel Papierkügelchen, holy shit. Was machst du gerade mit dem? Ja, ich schieße ihn mit Papierkügelchen ab, Bro. Ich hab's gleich. Bam, 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 bam. Oh mein Gott, er frisst so viel Papierkügelchen, holy shit, holy shit. Ich darf nicht verlieren, Leute, ich darf nicht verlieren. Ich bin auch hier. Bam, ich bam, bin bam, hier. Bam, 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 bam. Bro, ich bin gleich tot. Renn schneller. Renn. Komm schon, renn. Renn, renn, Bro. Renn schneller. Renn mein Leben. Ihr müsst oh mein kurz Gott. Taktik oh mein machen, Gott. Leute. Komm schon, Chatpack. Wir fliegen kurz hoch, wir fliegen aufs Dach. Oh, Digga, er ist ja übelst strong. Natürlich ist er stark, Junge. Aber meiner hat viel weniger Leben. Was hat er für Fähigkeiten? Warte, ich hab ihn. Ich bin jetzt oben auf dem Dach. Warte mal. Bro, hast du den down? Hast du den down? Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Meint ihr, ich kann selbst abschießen? Ich hab ihn down. Ich hab ihn down. Ich bin Erster. Ich gewinn. Du gewinnst nicht, Bro. Ich bin fertig. Wie? Wie, du bist fertig? Ey, warte, nein. Ha! 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 Sam, nein, raus aus dem Bus. Das ist mein Bus. Lass mich rein. Lass mich rein! Tschüss, Lumix! Ciao! Auf Nimmerwiedersehen! Und tschüss! Warum bist du eher im Bus als ich gewesen? Lumix, noch da? Oh, du bist ja ganz weit hinten. Ich sehe dich schon gar nicht mehr. Ich bin in Freiheit. Warum bist du eher als ich im Ziel gewesen? Wie hast du... Weil ich besser als du bin, weil du mich die ganze Zeit verarscht hast. Und nur die Guten kommen ins Ziel. Und ich steige jetzt aus. Zack. Und bin da. Alter, guck mal, Lumix ist da hinten, Freunde. Ich bin durch. Lumix, ich bin durch. Also, tatsächlich, also, was jetzt die 1000 Euro? 1000 Euro! Also, 1000 Euro! Also, an sich war das ja nur ein Spaß mit den 1000 Euro, also. Ey, wir wollen die 1000 Euro sofort haben jetzt! Also, das mit den 1000 Euro war an sich halt nicht ernst gemeint, Bro. Das war an sich halt nur so. Leute, nein! Nein! Spaß, also. Nein, nein!
Nein. Leute, ich will meine 1000 Euro jetzt haben. Hallo, Sevi, bist du noch da? Hallo? Leute, ich will meine 1000 Euro! Ey, Sevi, ich höre dich irgendwie gerade gar nicht mehr. Die Verbindung ist richtig schlecht. Das ist unser heutiger Mathelehrer, Mr. Stinky. Und Leute, ich sag euch ehrlich, ihr seht schon, der hat da so einen komischen Zeigestock, mit dem er uns den Arsch versohlen will. Und deshalb müssen wir heute ausbrechen, zusammen mit Sevi! Leute! Wo sind wir hier? Ich habe irgendwie Angst. Ich wurde gezwungen, von Lumex hier mitzumachen. Ja, Junge, natürlich. Wir müssen jeden Tag hier in die Schule gehen. Du weißt, Schulpflicht. Wir haben gleich Matheunterricht. Wie immer bekommt derjenige, der zuerst aus der Schule ausbricht, 1000 Euro vom anderen. Aber diesmal ohne Bitte, ohne irgendwelche Tricks. Nein. Weil letztes Mal, wer ist letztes Mal zuerst durchgekommen? Bro, diesmal, wir machen wirklich... wirklich nur Ausbruch, okay? Ich würde sagen, komm, lass uns auf Spielen drücken und endlich ausbrechen! Okay, Sevi, guck mal, wir sind im Klassenraum angekommen hier. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Bro, ich hab meine Hausaufgaben vergessen, das sind einfach nur leere Blätter. Junge, wie immer Hausaufgaben vergessen. Gar nicht gut. Aber hier, guck mal, da ist ein Bild. Was ist denn hier noch? Das war Mr. Stinky, als er jung war, so wie wir. Was? Ja, so sah der Maus. Ja. Richtig hässlich aus, Junge, aber ja, das ist genauso auch wie hässlich. Du. Jetzt lass uns ausbrechen. Junge, ey, ich dachte, das sind Freunde. Junge, entspann dich, Junge. Okay, guck mal, da ist so ein Feueralarm. Ich glaube, den müssen wir drücken, Bro. Drück du. Warte. Ich weiß nicht, ob ich ihn drücken soll. Warte kurz, Bro. Ich habe keinen Bock. Warte kurz. Okay, Leute, ich bin jetzt ganz kurz gemutet. Wir werden es aber natürlich pranken. Deswegen gehen wir hier erstmal ganz kurz in den Itemshop rein. Zum Beispiel seht ihr hier einfach mal so ein Gefängnis. Da können wir selber einsperren. Ich würde sagen, das kaufen wir ganz schnell. Okay, Leute, ich hab's jetzt gekauft. Ich würde sagen, wir muten uns ganz schnell. Okay, selber, warte, ich glaube, ich hab's. Du musst herkommen. Komm her. Ja, aber du drückst es. Ich drück das wirklich nicht, ne? Nein, lass mich raus! Bro? Lass mich bitte raus, Bro, bitte lass mich raus. Ich glaube, du bist eingesperrt. Hey, wer war das? Also, ich glaube, dann kannst du gar nicht hier ausbrechen. Ich schaff dich jetzt hier in die Ecke, ja? Nein, hol mich doch raus. Hier bleibst du jetzt für immer. Hä? Hol mich doch raus. Also, wenn ich dich rauslassen soll, dann sollen alle Leute jetzt ein Like da lassen. Leute, lasst ein Like da, Junge. Lass mich jetzt sofort raus. Ihr habt's gehört, Leute. Wenn ihr alle das Video liked, lass ich selber raus. Und? Ja, dann lass, Leute, like das Video okay, schon raus ich hier. Ich glaube, die haben geliked. Boah, ich lass dich raus. Ich hab nur Spaß gemacht, okay? Ey, Bro, hör mal auf mit der Kacke. Ja, okay, komm mal, wir drücken jetzt Feueralarm. Ja, du drückst. Bro, schau mal. Die Tür ist aufgegangen. Die Tür ist auf. Du hast recht. Ja, jetzt komm, Bro, wir müssen raus hier, bevor bis der Stinky kommt, Mann, unser Mathelehrer. Ja, aber wo sind die? Warte mal, stopp. Bro, Mr. Stinky ist direkt da vorne, schau mal. Wo? Jetzt da! Nein, du, ich sag dir, ich trau mich das nicht. Geh du vor, Bro, wirklich nicht. Okay, warte geh ganz du vor, kurz. Geh ja, du warte, vor. Warte doch, ich versteck mich kurz. Okay, Leute, ich bin doch mal ganz kurz gemutet. Wir gehen noch mal in den Shop rein. Mit was können wir selber noch pranken? Schaut mal hier zum Beispiel, da ist eine Schrumpfpistole. Ich würde sagen, die kaufen wir mal. Wir kaufen die Schrumpfpistole, weil damit können wir selber einfach schrumpfen, Leute. Oh, komm schon. Okay, Sevi, ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir hier ausbrechen können, okay? Wie denn? Wie? Warte, pass auf. Komm zu mir. Achtung, so hier, schau. Hey, was ist das? Oh, danke, ich bin kleiner. Das ist doch gut, das ist gut. Ja, du bist jetzt übel langsam, du Idiot. Hä? Du Dumpert, wir sind gleich schnell. Was babbelst du? Guck mal, wie schnell ich bin. Der kriegt dich gleich. Was? Du hast mich verarscht. Ey, bitte hör auf. Mann. Lumex, ich brauch deine Hilfe. Nee, ich muss selber weg. Oh. Lumex! Ich will nicht nachsitzen. Bitte helf mir. Hallo? Der hat sich schlafen gelegt. Boah, ich hab's, Leute. Junge, hör auf. Ja, okay, guck mal, wie klein du bist, Bro. Guck mal, wie winzig Na du und? Bist, Bro. Na und? Ja, ich werde jetzt gleich groß. Ja, Warte mal ab, werd doch groß, hä? Werd doch groß, probier's doch. Alter, du bist der größte Asse, den ich jemals gesehen habe. Hier, komm, du bist der größte. Runter mit dir hier, komm. Geh zu Mr. Stinky, du Idiot. Hey. Hier, haust du rein, ja? Lass mich. Nein, hör doch auf, Junge. Bro, hör auf damit jetzt. Ja, ich brech jetzt aus, denn du weißt, hier, es geht um 1000 Euro. Guck mal her. Ich will kurz was testen, ob wir beide gleich schnell sind. Komm mal her kurz. Bro, gar nichts machst du hier. Ich renn jetzt raus hier. Ich brech jetzt. Nein, bleib mal stehen, bitte. Komm mal her. Stinky ist hier. Warte, psst. Mr. Stinky, Bro. Mr. Stinky ist da vorne. Siehst du ihn auch? Ey, Junge, du bist halt so uncool, ne? Bro, was du machst, das mach ich dir auch, Bro, mir kackegal. Guck mal, wie ehrenlos hier. Weißt du, was ich mit dir mache? Weißt du, was ich mit dir mache? Hier, komm mal her. Hier, das mache ich mit dir. Hier, das.
dir. Ah, nein, okay. Lass mich los, bitte. Ja, soll ich dich loslassen hier über den Spikes? Komm, ich lass dich los hier. Ey, Leute, ha. Lumix ist so ein Lumix, wenn dieser Mr. Stinky kommt, Junge, meine Eltern machen mir die Hülle heiß. Ich krieg Hausarrest. Ja, Junge, der trägt dir gleich eine 6 ins Hausaufgabenheft ein hier. So, ich bin drüben, aber hör auf bitte mit so einer ja, Kacke. Ja, lauf Neil durch, Talk. Komm, ich lass dir sogar Vorsprung, Bro. Hä, was ist denn das? Ist das ein Jetpack oder was? Ah, weiß ich nicht. Ich mach da mal los, ja? Wie hast du... Ach so, oh, guck mal. Ich geh ins Sekretariat und petz dich jetzt. Ich Nein, hör auf zu petzen, Junge. Bro, ich petz dich jetzt. Hör auf. Ja, guck mal, noch was ich hier hab. Ich petz dich. Guck mal, was ich hab, Junge. Fang mich doch. Bro, das geht gar Idiot, nicht. Du bist... fang mich doch. Alles klar. Ich petz es im Sekretariat. Ich geh zum Rektor gleich. Wo ist der Rektor? Was machst du? Ey, was machst du? Okay, ich Retalk, ich mach nichts. Ich mach nichts, Retalk. Ha? Retalk, ich mach nichts. Ja, sonst... Aber lass mich bitte frei. Sonst fliegst du nämlich runter, so hier. Leute, Digga, Junge, ich heul gleich mal. Oh mein Gott. Leute, ich bin da mal ganz kurz gemutet, Junge, es läuft perfekt. Sei mir richtig am Ausrasten, wenn wir die ganze Zeit pranken. Und ihr wisst, es geht um 1000 Euro. Okay, komm, wir beeilen uns wieder. Nicht mal mein Freund, ich hole mir einen neuen warte, Freund. Warte, Seville, wer zuerst drüben ist und alle Knöpfe gedrückt hat, der bekommt nochmal 100 Euro obendrauf, okay? Ja, let's go, okay. Tschüss. Ja. Let's go. Nein. Du bist klein, Bro. Nein, ich bin gestorben. Du bist klein. Nein. Du bist klein. Lumi. Ich bin drüben! Let's go, Leute! Oh ich hab's mein geschafft! Gott, du bist der größte Idiot! Du bist ja so dumm! Oh! Du hast vergessen, ich hab die Knöpfe vergessen. Zu drücken, Junge! Nein! Junge, du mit deinem Kackgefängnis! Das ist so unfair! Ja, das war's da wohl, ne? Guck mal hier, einen Knopf einmal drücken, Batz! Knopf ist gedrückt, Freunde! Ja, jetzt muss ich muss das ganz schnell auch die Knöpfe drücken. Nein! Ah, ich bin reingefallen! Aua. Ich bin auch runtergefallen! Egal. Guck mal hier, was ich mache. Guck mal, ich mach den hier selber, ne? Guck mal, boing! 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 Ey, du hackst! Du hackst! Boing. Du hackst! Du hackst! Boing! Hier, guck mal, nächster Knopf. Leute, er hackt. Bam. Meine Tür ist auf! Du hast den linken Knopf vergessen, oder? Nein, meine Tür ist auf! Meine Tür ist auf! Wie? Ja, ich hab alle Knöpfe gedrückt. Haust du rein jetzt, ne? Boing! Nein! Boing! Boing. Seville, wir sehen uns nie wieder! Will ich auch nicht, Bro, weil wir nicht mehr Freunde sind. Was für Bro, du bist nicht mehr mein Bro, du bist mein Erzfeind jetzt. Dann krieg ich 1000 Euro von dir, Idiot, hä? Ja, du hast doch schon 1000 Euro bekommen. Ja, ich krieg... Hä, was laberst du? Ich krieg mal nicht, ich gewinn 1000 Euro von dir. Ja, aber ich hab doch letztes Mal 1000 Euro bekommen, deswegen juckt's mich nicht. Mir doch wurscht. Ich gewinn jetzt nochmal. Du denkst auch, du gewinnst das hier, ne, du Idiot. Natürlich gewinn ich, Digga, Bro, das ist übel easy, schon mal. Ich bin schon lange hier oben, ich bin gleich raus, oh. Gleich ausgebrochen, du Idiot. Boah, ich bin bei Solasern jetzt. Bin ich doch schon lange durch, du Idiot. Guck mal, du bist erst ja, da mit unten. Hex. Mit Hex, weil du hackst. Oh mein du bist Gott. Nur am Rumhacken. Was ist das denn? Leute, ich bin ganz kurz gemütet, das sieht richtig schwer aus. Warte mal, wir kaufen uns einfach schnell den Helikopter hier. Mach das auf keinen Fall zu Hause, das kostet 700 Robux. Wartet schnell, ich kauf das. Ich muss nicht. Seville, Seville, wir müssten hier durch. Nein. Das sind richtig viele komische Spikes und dann ist Mr. Trau Stinky, ich Bro. Trau ich mich nicht. Ja, weißt du, ich trau mich das, aber weißt du, warum ich mich das trau? Okay, geh du vor. Ja, guck mal. Ich geh vor, ja? Was? Hey, darf ich das auch machen? Real Talk, gib mal bitte. Bitte. Lass mich das Bro, auch mal machen. Das wirst du nicht leisten können. Das kostet 700 Robux, du Idiot. Du bist so gemein, ne? Nur weil meine Familie nicht so reich ist wie deine, Mann. Sag dir, wie es ist. Ja, Bro, du kriegst doch Ärger, wenn du nur 2 schreibst, Digga. Von daher. Ich hab einen Geheimweg gefunden. Ja. Ich hab einen Geheimweg. Mach doch deinen Geheimweg. Mach ich jetzt auch. Ich komme auch vor dir an. Leute, ich bin gemutet. Der ist so dumm. Das ist eine Falle. Der ist nicht schneller als ich. Pass mal auf. Bro, ich glaube, ich bin durch. Ich bin durch. Ja, ja. Doch, ich bin durch. Ah, ja. Ich bin durch. Ja, ja. Bro, ein Boss ist bei mir. Ja, du dachtest Bro, auch. Bro, hilf mir. Du Nein, dachtest mir. Auch, Bro. Du dachtest auch, das ist eine Abkürzung. Ich bin bitte, Bro. Komm, oh Lumix, bitte komm. Nein, ich hab selber gerade Bossfight hier gegen Frau Stinky, Mrs. Stinky. Junge, die Aber hat mich dachte, gleich. Ich dachte, es wäre ein Geheimgang. Sie hat mich. Hat sie dich? Ja, ich muss sie nochmal platt machen, Junge. Oh mein Gott, ich kann gleich. Nein, er hat mich mit seinem. Bro, was, sag mal ehrlich, was dachtest du auch? Hier. Bam. Nimm das, Mrs. Ich komm Stinky. Jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir. Junge, du dachtest, es ist eine Abkürzung, du Idiot. Ja, und? Oh nein. Ich hack ja nicht wie du. Komm schon. Ist nur am Rumhacken. Ich hab sie gleich.
Oh, komm schon, mir ist es sticky. Friss mein Laserstrahl. Ich komm jetzt auch. Ja, soll ich dir helfen? Bro, ey, du hier bist, bin ich schon lange raus hier, guck mal. Ja, Seve, ich warte dann mal auf korrekt hier auf dich, ne? Oh, zack! Zack! Guck mal, Alter, wie hoch ich jetzt springe, ja, Bro. Ich hab so eine. Mit deiner Billo-Feder. Ich bin vor dir. Upsi! Tut mir leid! Hey, hey, hey. Hä? Nein. Seve? Ey, bitte lass mich raus. Oh, okay, das wäre ja jetzt. Bring uns beide ans Ziel. Oh, Seve, das wäre ja jetzt richtig doof, wenn ich aus Versehen dich jetzt hier gleich in so eine Megaschleuder reinhalte, hä? Was aber nicht passieren wird. Nö. Was nicht passieren wird. Ja! Ich hab dich da so reingesmashed, Junge. Jetzt reicht's mir. Und jetzt gehe ich vor dir. Mir egal. Ja, mach Leute, doch, ne? Ich fahr mal vorbei an dir hier, ne? Aus dreimal bist du da. Boah, ey, überfährt mich schon alles. Nein! Ja. Oh, Mann. Du kannst nicht fair spielen. Du hast am Anfang gesagt, wir machen Obby gegeneinander um 1000 Euro. Und ich hab gesagt, ohne Hex. Nein, Junge, ich bin wegen dir schon wieder in die Rotze reingefallen, Junge. Hör mal auf, mich abzulenken. So, Leute, ich bin jetzt gleich durch. Lumex ist eh ein Noob. Bro, du bist immer noch da. Was machst du eigentlich? Du bist ja komplett, komplett verloren hier. Ich hol jetzt meinen Poco-Stick hier raus. Boing. 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 Ey, Digga, ey, du hier raus bist, Bro, hab ich schon 5000 Euro gewonnen. Mhm. Eine Million. Ja, guck mal, ich bin raus hier. Ich bin raus. Guck mal, warte kurz auf mich, auf Ehre, weil ein bisschen befreundet sind wir noch. Bro, du bist immer noch da. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Was machst du hauptberuflich? Sag mal ehrlich, Digga. Reinscheißen, ist das dein Hauptberuf? Reinscheißen? Hey, ich dachte, wir wären Freunde, Digga. Du bist Kacker. So, guck mal hier, zack. Zack, du bist gleich drüben. Oh mein Gott, du triffst mich nicht mit deinem Panzer. Du hast einen Panzer und triffst mich nicht, weil du bist so schlecht, Leute. Er ist so schlecht. Ey, Junge, jetzt sei mal nicht so frech hier. Er trifft mich mit dem Panzer nicht. Ich bin ganz kurz gemütet, Leute. Der denkt gerade, er gewinnt das Ganze noch. Aber ey, ich werde ihn gleich so platt machen. Pass mal auf. Hä? Oh! Okay, Seville. Komm, Seville. Wer zuerst hier das Rennen schafft, bekommt nochmal 100 Euro mehr, okay? Okay, let's go. Ich bin da. Ich bin schon fast durch. Ich bin so gut. Leute, guck mal, wie gut ich bin. Komm schon. Oh mein Gott. Guck mal, ich warte jetzt hier auf den. Ich warte jetzt hier auf dich gleich, weil du so ein Noob bist. Nein! Komm, ich warte hier auf dich. Ich hab ihn! Ja! Ich bin vor dir! Oh, Auto! Ja! Nein! Ja! Ja! Bitte nicht! Ich hab's hier nicht! Bitte nicht! Ich bin da! Oh mein Gott! Was ist das denn? Das ist Mr. Shinky Mega Roboter! Wo, Bro? Hey! Hau ab, Bro! Er sieht ja richtig hässlich aus! Er sieht aus wie dein Vater! Junge, der 31er. Oh mein Gott. Ey, du weißt, ne? Wer Mr. Stinky hier platt macht und zuerst aus der Schule ausbricht, hat gewonnen. Oh, komm schon. Okay. Komm schon. Um 1000 Euro, Leute. Es geht um 1000 Euro hier. Bro, der ist komplett am Freitrinken hier. Ihr seht's, Leute. Nein. Komm schon. Nimm das. Oh mein Gott. Er schießt irgendwelchen roten Laser auf mich, Junge. Bam, bam, bam. Nimm das. Hast du ihn tot? Ich hab ihn gleich. Das komm schon. Nein, er darf nicht vor mir rauskommen. Er darf's nicht. Komm schon. Ich hab ihn gleich. Noch ein bisschen. Er kann auch springen? Ja, natürlich kann er das. Wir müssen kurz durchziehen mit Auto. Real Talk aus wie dein Vater. Junge, jetzt sei mal leise. Ich mach ihn platt jetzt hier. Komm schon. Die letzten paar Schüsse, Leute. Hier. Bam. 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 Ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn auch. Ich hab ihn. Auto. Wo geht's? Nein. Muss ich lang? Komm schon. Hey, wo lang? Wohin müssen wir? Da, wir müssen runter. Nein. Ich hau mit dem Auto. Nein, ich hau rein. Auto. Haust du rein. Ja. Nein, warte doch. Ja. Gott, nur weil er schneller ist. Ich hab ein Auto, Leute. Ich hau da mal rein. Seville, ja, wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ha, doch. Hier, rein. Bam. Ich fahr raus. Ich fahr weg ohne dich. Wir sehen uns nie wieder. Ah, ja. Nein, Leute. Hey, Digga. Seville, du bist ziemlich weit hinten, ne? Weil du gehackt hast wieder. Das war das letzte Mal. Warte mal, das Rennen habe ich ja auch gewonnen. Das bedeutet sogar 1100 Euro. Nein, das Rennen habe ich gewonnen. Ich war vor dir am Pokal. Was laberst du? Nein, ich war schon vor dir im Ziel. Ich habe nur auf dich gewartet. Du bist so ein Lügner. Guck mal, ich bin am Ziel. Oder, hier. Oder nicht. Hier bin ich. Am Dance. Ja. Wer steht da? Da steht mein Charakter. Ja. Ich will 1100 Euro jetzt auf meine PayPal-Adresse. Zählt nicht. Weil du hast wieder gehackt, Bro. Ich habe letztes Mal gewonnen ohne Hacken. Seven. Nö. Jetzt an meine PayPal. 1100 Euro jetzt sofort an meine PayPal. Mach ich nicht. Das war das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe mit dir. Ich bin raus. Leute, das war's. Seven, hier. Komm mal zu mir. Nein.
Geh weg von mir. Guck mal, er kommt. Junge! Hey, warum kann ich nicht? Ha! Okay, lass. Ey, Digga, so. Ey, Junge. Ich frag dich jetzt ein letztes Mal. 1100 Euro an meine PayPal oder ich lass dich hier nie wieder raus. 1000 Euro, nicht 1100. Wir machen 1050, weil du es bist. Ja? Weil du es bist. Okay. Gib mir deine Adresse: lügnerlumex@hotmail.de. Ja, komm. Hab die PayPal geschickt. Beweis. Jetzt so, sofort. Leute. Ich will jetzt das Geld haben. Jetzt sofort. 1050. So, zack, ist raus. Mal gucken, ob es angekommen ist. Guck mal. Warte, warte. HDX7 hat die 1050 Euro überwiesen. Let's go! Sag mal, was stinkt hier denn so? Taco Bell war ein bisschen zu viel. Wo bin ich denn? Hallo? Was machst du denn hier, Bro? Bist du? Einizong, was machst du denn hier, Junge? Bro, Lumex? Alter, warum sind wir im Knast? Was haben wir gemacht? Und warum hast du ins Klo geschissen? Weißt du, wie das stinkt, Junge? Bruder, die haben uns Taco Bell gegeben. Ich musste es essen. Ja, du hast wohl eher grüne Takis gegessen, so wie das hier ausschaut, Junge. Ja, nee, ich muss halt noch ein bisschen klein dazu machen, weißt du? Ja. Bro, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wo sind wir hier? Guck mal, wir sind in irgendeinem Gefängnis, Junge! Bro, ist hier überhaupt jemand? Oh, hier ist stockdunkel, Alter. Guck dir das mal an, Mann. Hallo? Ja, so wie es aussieht, Bro, müssen wir hier ausbrechen, ne? Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal Wettbewerb draus. Wer schafft es zuerst, aus dem Gefängnis zu entkommen? Warte mal, ey, das mache ich immer sonst. Was für Wettbewerb? Ja, komm, lass es doch spannend machen, oder? Ja, aha. Ja, okay, machen wir. Wer zuerst ausbricht, bekommt 50.000 Robux. Bro, so viel habe ich nicht. Ja, dann... Ich muss die kaufen. Ja, dann musst du kaufen, dann ist halt so. Ey, okay, weißt du was? Aber wenn ich gewinne, dann krieg ich die Robux. Die brauche ich nämlich. Ja, ist dir. Können wir machen. Okay, dann machen wir das so. Okay, warte, ich gehe auch noch kurz aufs... Ja, ich gehe auch noch kurz aufs... Warte, chill ganz kurz. Ihr seht, es geht hier wieder um 50.000 Robux. Und ich habe mir natürlich schon vorher extra aus dem Itemshop alle Gadgets durchgekauft. Ihr seht unten, ich habe so viele coole Sachen. Und glaubt mir, das sind die coolsten Prank-Items, die ihr jemals gesehen habt. Ich kann damit so viel Unfug treiben. Ich würde sagen, wir werden IDZock gleich mal ein bisschen pranken damit, Leute. Und ihn richtig zum Ausrasten bringen. Deswegen, ich würde sagen, wir muten uns und dann geht's los. Okay, ich bin jetzt auch fertig mit meinem Geschäft hier. Ja. Okay, Alter, das hat ja übelst weird geklungen. Du warst ja gar nicht erreichbar. Na, ich hab mich gemutet. Du willst ja nicht hören, was okay, hier so was so abgeht, verhältst ja? Dich halt ein bisschen merkwürdig, Lumex, muss ich sagen. Also, Bro, okay. Entspann dich. Lass mal lieber nach dem Weg gucken, wie wir hier rauskommen. Okay, ich würde sagen, dieser Lüftungsschacht ist ein bisschen sass. Ja, probier mal den aufzubrechen. Ja. Und... Oh! Bro, der Lüftungsschacht war mit einer... TNT oder so. Hä, du bist einfach grade? Gestorben, Junge. Yo, jetzt ist die Tür wieder zu. Ich glaube, du musst sie wieder aufmachen, Bro. Ey, okay, Moment. Das sollte jetzt diesmal klappen. Okay, und die Tür geht auf. Bro, was passiert schon wieder? Was ist das? Warte. Ich bin durch. Lass mich das mal machen. Hier, warte, guck Bro, mal. Bro, aber das explodiert doch, wenn Nein, du die Tür aufmachst. Nein, das explodiert nicht. Hier, guck doch. Doch, hier, jetzt. Nein. Hä? Bro, das ist zweimal explodiert, als ich die Tür aufgemacht habe. Da ist safe ein Sprungfall. Weißt du was? Die sind alle explodiert, als ich da reingegangen habe. Sei mir mal dankbar, dass ich mich geopfert habe. Danke, für dich, dass du mich gerettet hast, okay? Gern geschehen. Okay, so, dann springe ich hier mal rüber, Alter. Ja, mach das mal. Ist ja gar nicht so schwer. Leute, ich bin noch mal ganz kurz gemutet. Ey, es hat perfekt funktioniert. Ich würde sagen, ich hole gleich mal die anderen Gadgets raus und werde noch ein bisschen weiter pranken. Es wird richtig lustig, Leute. Passt auf. Ah, okay. So. Ich komme direkt mal hinterher hier. Okay, alles klar. So, okay, Lumex, wo bist du? Ey! Hä? Hä? Bro, warum bist du gestorben? Bro, dieses ganze Gefängnis ist voller Fallen. Ohne Witz. Ey, Junge, holy shit. Nächstes Level gehst du zuerst. Das ist hier voller Fallen. Guck's dir an, okay? Hier. Ja, komm mal hoch. Wow. Jetzt gehst du da durch. Soll ich zuerst durchgehen? Ja, das wird auch explodieren. Ich sag's dir. Ich geh jetzt mal ein bisschen nach vorne, ja? Okay. Dann geh. Was ist das? Hey, Lumex! Das hab ich gesehen! Bro! Bro, immerhin, ich bin vor dir. Ich hab das Level geschafft. Bro, aber wie ey, du holst mich nicht. Vergiss es. Oh mein Gott. Junge, ich sterb jetzt die ganze Zeit, Mann. Zu Recht, Alter. Warst du das mit der Tür auch?
Ey. Hast du das? Mit der Tür? Nein, Bro. Was meinst du? Ich weiß gar nicht, was du meinst, Bro. Also das mit den Explosionen, weißt du? Das meinte ich. Nein, Bro. Wo bist du denn schon? Hallo? Ich warte auf dich, Alter. Ich mach dir jetzt nämlich auch einen kleinen Streich oder ich so. Ich muss jetzt hier in die Luke runter. Okay. Ja. Ja, denkst auch, du kannst mich erschrecken da an der Ecke, ne? Ja, hier, ich. Ja. Leute, ich bin gemutet. Ich werde jetzt gleich mal hier Idi-Zock erschrecken, weil ich habe nämlich eine Boogie-Bomb. Und die werde ich gleich mal auf ihn werfen. Und dann wird er anfangen mit Tanzen. Pass mal auf, Leute. Lumex? Ja? Setz dich mal auf den Stuhl. Warum bist du so abwesend? Na, ich war in meinem Mikrofon, ich bin, glaube ich, bis rum. Ja. Ja. Internetprobleme. Hier in der Zelle ist echt schlechtes Internet. Okay, ja. Okay, geh mal in diese. In diese. Wow! Hä? Bro? Was war das? Was war das denn? Was? Ey, hier ist ein Ball. Bro, hast du das gerade gesehen? Da in der Zelle. Junge. Ey, oh mein Gott, Bro! Hier ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Tanzen. Bro, bist du am Dancen oder was? Hier war ein Geist und du willst tanzen. Ey, und ja, ey, ich tanze immer noch. Bruder, guck dir das mal an. Ich tanze immer noch. Ich glaube, es ist der falsche Zeitpunkt zum Tanzen hier, ne? Ja, Bro, deswegen setz dich jetzt mal auf den Stuhl. Oh mein Gott, Junge. Da war so eine Frau, Alter. Hat sich erwischt? Ja, ein bisschen. Setz dich mal auf den Stuhl jetzt, Bro. Komm schon. Ja, okay, setz mich drauf. Ja, einfach. Und? Ist jetzt auch was explodiert bei dir? Nö, aber bei dir ist, glaube ich, was explodiert. Ja, warte. Ey, Lumex! Yo, jetzt bin ich wieder oben. Ich bin wieder oben. Junge. Ich renn dann mal weiter und breche weiter aus dem Gefängnis aus, ne? Nein, ich will die Robux haben. Ich brauch die Robux, Alter. Bro. Lumex, oh, ich sterb schon wieder. Bro, die 50.000 Robux gehören mir. Nein. Vor allem nicht, wenn man mit unfairen Mitteln spielt. Wo ist der Bengel? Wo ist er denn? Also, ich warte jetzt mal auf korrekt hier oben, aber ich glaube, hier kommt gleich der Gefängniswärter. Hallo, ist der Gefängniswärter hier? Hallo? Sackgasse? Warte mal, Bro. Hinter uns! Oh mein Gott! Was passiert jetzt? Bro, er hat mich bekommen, Alter! Bro. Was war das denn? Hey, das war gruselig. Hey, Bro, warte mal. Du renn mal vor und damit dich hier niemand sieht. Guck mal, wir machen das so. Ich lauf vor und wenn der mir hinterherläuft, dann läufst du danach, okay? Ja, aber Bro, dich darf niemand sehen. Wir müssen dich ein bisschen kleiner machen. Checkst du? Ja, alles gut. Ich lauf. Bro, warte doch, warte. Psch. Komm mal her, guck mal. Was denn? Alter. Oh, ey, der kann klettern! Ey! Okay, Alter. Oh, der ist hinter mir her. Hilfe. Help me. Oh Gott, ich hab ihn ausgedribbelt. Er ist hinter mir. Bro, warte. Der kann einfach Leitern hoch. Ich bin wieder hier oben. Warte, rein. Oh mein Gott. Ich hab ihn abgehangen. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft, Bro. Nein, das darf nicht sein. Du musst verlieren wegen den Robux. Meine Robux. Oh Gott. Okay, Leute, ich bin nochmal ganz kurz gemutet. Ey, es funktioniert perfekt. Und ihr seht, ich habe noch Items zum Beispiel wie diesen hier. Denn damit kann ich Idi-Zock gleich einfach mal in einen Eisblock verwandeln. Passt mal auf. Ich, weißt du was? Ich hau jetzt so weit ab, dass du mir nicht folgen kannst. So, okay. Jetzt hau. Ja, hau doch ab. Du bist ein Eislotz, Bruder. Was hast du getan, Alter? Ich bin blau wegen dir. Ja, ich friere dich gleich nochmal ein. Zack, Junge! Ich bin in der Luft. Und jetzt bin ich down. Oh, nee, das kriegst du irgendwann zurück. Oh, Wie machst du das? Bro, ich da... Ey. Hast du Bock auf einen Bumerang? Was? Bro, Alter. Ich spiel nicht mehr mit dir, Alter. Was ist das denn, Bro? Ey. Oh mein Gott, Alter, er gönnt nicht die Robux. Ne? Ja, ich spreche mal weiter aus dann. Ja, bis später. Ja, nein. So nicht. Doch. Ich komm hinterher. Ich zieh jetzt einmal hier die Hebel, zack. Oh mein Gott, Bro, hier ist einfach Lava unter mir. Ja. Das glaube ich dir auch, ganz klar, jetzt dass no da Lava joke, ist. Hier ist Lava, Alter. Ja, natürlich. Ist ja klar. Ich kann ja nichts dafür, dass du so lange brauchst. Hey, du hast die Dinger weggemacht, Mann! Nein, ich bin in die Lava gefallen. Oh Mann. Nein!
Bro, ich häng dich gleich hier mit dazu. So ein Ding ist das. Ich hol den Win, Leute. Das ist der unfairste Spieler 2023. Junge, Junge, Junge. Also, ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, 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 nee. Oh Gott. Oh Gott, du tanzt. Du tanzt. Oh Mann, komm, wir tanzen beide ein bisschen. Yeah, Mann, Alter. Zeig mir deine Dance-Moves, Alter. Ja, nee, ich friere dich lieber mit einem Icebox ein, Bro. Danke fürs Türöffnen, ja? Nein, 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 nein. Ich komm nicht durch, geh rüber. Alter, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ab nach unten! Yeah, Abkürzung. Oh nein. Let's go. Bro, ja, Mann. Finde eine Spitzhacke. Was? Klicke oder tippe? Was? Ah, warte mal. Was soll ich? Ich hab die Spitzhacke gefunden, ich hab sie! Wovon redet der? Ja! Wovon redet der? Ich hab sie! Oh, okay. Alles. Jo, nein, ich muss es auch machen. Oh nein, 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 nein. Bro, was meint der denn? Ich check hier nichts. Oh, da. Nein. Wow. Yo. Du bist ein bisschen explodiert, Bruder. Was war denn da los? Ey, Bro, hier gehen ganz komische Sachen ab in diesem Gefängnis, wirklich. Du brennst? Yo, ich brenne! Ich brenne! Ey, jetzt hast du alle Elemente mit mir gemacht. Du hast Eis, Feuer, Erde. Ja, was kommt noch? Luft? Bro, du brennst, was kommt denn du jetzt alles schon noch? Wieder. Oh. Yo, Bro, das geht doch nicht. Wo ist denn die Spitzhacke? Mann, ich komm hier nicht raus. Ich bin gemutet. Wir haben es rausgeschafft, aber ihr seht, Siren Kopf verfolgt mich wieder. Okay, Leute, ich glaube, die 50.000 Robux könnten uns gehören. Ich meine, ich habe so viele nice Items, denen ich pranken kann. Aber ich glaube, wir sind noch nicht draußen. Wir haben es noch nicht geschafft, Leute. Er kann klettern! Ah! Hey, Bro, eine Zock, beeil dich mal lieber ein bisschen hier. Ich versuch's aber, ey. Bro. Du hast die einzige Spitzhacke im Level Nein, geklaut. Ich komme hier nicht mehr raus. Was laberst du? Oh, man muss einfach aufmachen. Oh, ja, natürlich. Bro, Alter. Sag mir nicht, du hast es nicht gecheckt. Nein. Oh, Bro. Bro. Ich, oh! Bro. La, la, la. Was gibt's hier denn so Schönes? Ich würde sagen, ein bisschen am Dancen hier, ne? Boing. Nein, ey. Ich dance ein bisschen, ja? So lange. Bro. 50.000 Robux. Rein in nein, meine nein, Tasche. Nein, Bro, ich glaube das immer noch nicht, dass du den Ausgang gefunden hast. Am Ende ist das, was du gefunden hast, nicht der echte Ausgang. Das ist der Ausgang. Bro, wo komm. Bist du denn? Das ist der Ausgang. Nee. Hier. Ich bin hier. Oh, oh mein Gott. Oh Mann. Nein. Nein, 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 der kommt. Leute, ich bin nochmal gemutet. Sobald Alizock hier reinkommt, nutze ich das nächste Prank-Item, und zwar diese Pistole. Denn damit kann ich ihn einfach mal aufsaugen und dann ist er quasi einfach hier in meiner Pistole drin. Das wird richtig lustig, pass mal auf. Ja, ich warte auf dich, Bro, ne? Ah, sehr gut, sehr gut. Die 50.000 Robux sind meine! Bro, was? So einfach funktioniert das nicht. Denn du was? Gehörst jetzt mir! Rein da! Nein! Ah! Ich weich aus! Ja! Du bleibst jetzt für immer hier in meiner Pistole drin, Junge! Ey, das hat er nicht gemacht! Das hat er nicht gemacht! Ist gemütlich hier drin? Ich komme ja nicht raus! Ja, schade, ne? Also, Bro, ich lass dich dann. Ich dachte, wir auch noch zusammen. Nö, ich lass dich jetzt mal da drin, ne? Brech in Ruhe auf, zack! Da ist der Hebel, Batz! Ey, das gibt's nicht! Warte mal, stimmt! So, Sicherheitsraum. Ja, ich brech da mal weiter aus. Wir schleichen uns hier lang, Leute. Nein, 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 nein. Wähle mit Bedacht. Oh nein, wir müssen richtigen Hebel wählen, Leute. Der da? Okay, das war der Falsche. Der da vielleicht? Oh, das war auch der Falsche. Nein, ich bin gestorben. Ey, du bist ja auch schon hier, Junge! Psst, nein, nein, bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht. Bin ich gar nicht, Oh Gott, ich habe wieder den Geist. Das. Ey, Mann, ey, komm, ich bin so kurz vor dem Sieg. Weißt du? Ich brauch die 50.000 Robux, Mann. Komm schon. Das muss er jetzt sein. Ich hab ihn. Ja. Ich hab ihn. Ja. Stehen bleiben. Ey, Mann. Warte mal, hier liegt irgendwas. Schlüsselkarte. Ey, das gibt's nicht. Nein. Nein. Bro, er darf mir nicht zuvorkommen. Ich muss so weit vor sein. Siren, Bro, du hast die Schlüsselkarte vergessen, du Idiot. Welche Schlüsselkarte? Ja, die Schlüsselkarte. Nein. Ey, das ist doch raus hier. Let's go. Ist doch unlogisch. Wie kann die Tür für dich öffnen und für mich nicht? Ja, das ist doof jetzt, ne? Jetzt würde ich sagen, geht's hier weiter. Oh mein Gott, das ist irgendwelche Laser. Oh mein Gott, ich hab's da. Ja, Mann. 50.000 Robux. Das war's also noch nicht, ne?
Nee, hier geht's noch ein bisschen weiter, Bro. Aber hier ist ein geisteskranke Laser. Ja, Kollege. Okay. Leute, ich bin da mal gemutet. Es läuft so perfekt. Diese Gadgets, die sind alle so krass. Schaut mal, wie einfach es damit ist zu pranken. Jetzt müssen wir nur noch hier rauskommen und dann haben wir es eigentlich schon fast. So, Bro, ich bin jetzt in der Cafeteria, ne? Ich muss hier irgendeinem Geist entkommen, Mann. Wirklich? Okay, Bro, wo bist du denn, Bro? Bei mir ist, ich bin schon bei McDonald's. Willst du was zu essen haben? Ich bin gerade hier beim Drive-In, weißt du? Ich hab das hier auch alles schon hinter mir. Bro. Du kannst ja ruhig im Gefängnis ohne mich chillen, weißt du? Bro, ich hab's gleich. Hier ist irgendwo der Ausgang. Der muss irgendwo hier sein. Leg den Hebel um. Oh nein. Nein, das war eine Falle. Ah, kacke, Leute. Ah, das... Oh mein Gott, Falle. Das Geistmädchen! Ja! Ah nein, ich meine, den McDonald's im Happy Meal, das Geistmädchen. Ja. Wir müssen den Hebel nutzen, wartet! Leg um! Ich hab ihn. Leute, und jetzt verstecken wir uns hier und werden all die zugleich erschrecken, wenn er kommt. Pass auf. Bro, wo bist du denn? Ich warte auf dich. Ja, ich bin noch in der Schlange bei McDonald's und die Nummer habe ich gerade, weißt du? Ich bin gleich soweit, weißt du? Das dauert nicht mehr lange. Ah, okay. Ah, Bestellung Nummer 800, ist hier. Ich wollte dir extra das Mac-Menü mitbringen. Nein, du triffst mich nicht! Ja! Nein! Weg mit dir! Mann, ey! Es ist nicht. Zeit zu tanzen für dich! Nein, es ist Zeit für dich zu tanzen. Ja. Nein, Boah, das ist ja das voll... Ding hat durch die Wand. Das ist ja voll cool, wenn du am Tanzen bist. Ich hol dich. Ich hau ab. Oh, komm, ey. Nein, der holt mich jetzt. Der holt mich jetzt. Bro. Auf Wiedersehen. Hilfe. Hat er dich. Alter. Ja, das ging doof aus, ne? Oh, ich gehe einmal in den Zug jetzt rein. Ich fahre dann einmal ohne dich los, ja? Kannst du das nächste Mal vielleicht diesen Boxhandschuh benutzen, aber so in die Richtung, dass ich zum Zug geschmissen werde? Das wäre halt echt geil. Genau. Aber die andere Richtung. Zurück mit dir, Junge! Na los, in den Zug! Na los, ab in den Zug! Hau rein! Nein! Ich bin drin! Raus mit dir! Ich bin drin, nein! Ey, wenn ich jetzt respawne woanders... Ey, nein, der Zug ist weg! Ja! Der Zug ist weg! Ja! Ich kann ihn respawnen. Nein, das gibt's nicht, Alter. Ey, warte mal! Bitte! Bro, ich bin gestorben, Ey, nein! Ja, bitte! Bleib stehen! Nein! Ja, tschüss! Bro, warum bin ich gestorben? Tschüss, Lumex! Auf Wiedersehen! Schon mein neuen Zug. Hey, warum bin ich denn jetzt auf einmal gestorben? Ja, bist du auch gestorben? Ich glaube, ich weiß nicht. Nein, war ich nicht? Weißt du warum? Nein. Hey! Du 31er! Du hast den respawned. Ach so, deswegen stirbst du bei mir den Zug. Yo, die Tür ist kaputt. Du hast die Tür kaputt geschossen, Junge. Du hast die Tür einfach broken gemacht. Ey, yo. Okay, weißt du was? Ich überleg mir einen Plan. Nein, Lumex. Du wirst hier... Hier, eingefroren habe ich dich. Nicht der Eisblock. Oh, komm schon. Im Ernst? Das ist dein Ernst? Nicht dein Ernst, Mann. Wirklich. Nein, ich hab mal. Du kommst nicht durch, Alter. Oh. Alter, alles Teil der Taktik. Was? Alles Teil meiner Taktik, Bro. Alles Teil meiner Taktik. Was? Komm, was machst du? Nein, du gewinnst das nicht. Hör mal auf. Komm schon. Du wartest hier. Komm schon. Na los. Ich bin auf dem Zug. Was? Ja. Yes. Ich bin auf dem Zug und ich bin... Ja, Mann. Bro, der Zug stürzt ab. Bro, du wirst runterfliegen, Bro. Wir stürzen zusammen ab. Oh mein Gott. Jo. Da laufe ich zum Ziel. Nein! Ich hab gewonnen. Ja! Nein! Ja! Nein!
nein, ja. Nein, 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 let's go! Nein, let's go! Ja! Einigstock, was machst du hier, Bro? Yo, ey, Bro, wir haben Zahnarzttermin. Schon vergessen? Was, warte mal, wir haben einen Zahnarzttermin? Bro, ich hasse Zahnarzttermine. Ja, der Typ hier an der Wand, das Foto von ihm, sieht nicht so sympathisch aus. Warte mal, der soll Zahnarzt sein. Hast du mal seine Zähne angeguckt, Bro? Ja, seine Zähne sind selber nicht so gut. Aber hast du dir mal seine Werkzeuge hier angeguckt, Bro? Das sieht nicht aus wie ein normaler Zahnarzt, Mann. Bro, ich hab grad geträumt davon. Ich hoffe, wir müssen ja raus, ne? Das ist ein scheiß Akkuschrauber, Junge! Yo! Oh, ich seh's gerade auch, der ist viel zu groß. Und da, ist das nicht so eine Zange, die man so für Schrauben und so benutzt? Oh nein, ey, der will unsere Zähne ziehen! Ah! Wir müssen raus hier! Oh mein Gott, wir müssen schnell einen Weg hier rausfinden. Schau mal, hier ist sogar eine Zertifizierung. Was? Da steht Evil Escape Obby, College of Dentistry. Das heißt so viel wie, das ist ein böser Obby von einem Zahnarzt. Ich glaube, der ist böse, Bro. Ja, und er hat unterschrieben Mr. Evil. Okay. Okay. Hey, Leute, Lumix, es klopft gerade an der Tür, ich glaube. Hallo? Kinder, seid ihr bereit für euren Zahnarzttermin? Oh, nein. Nein, bitte nicht. Ey, Leute, ich glaube, der Zahnarzt, der kommt jetzt. Lumex, wir Bro, müssen uns was war das? Hast du das gehört? Ich glaube, der Zahnarzt ist gleich da. Versteck Bro, mich. Bro, der kommt jetzt rein. Ich versteck mich hinter dem Stuhl. Man sieht mich. Ich versteck mich hier hinterm Schrank, Alter. Man sieht mich hier bestimmt nicht. Oh mein Gott, Bro, ich hab Angst, Mann. Oh mein Gott. Leute, wenn ihr auch Angst vor dem Zahnarzt habt, dann lasst mir jetzt lieber schnell einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren. Ey, Bro, wir müssen jetzt hier irgendwie rausfinden. Ich sag dir ehrlich, Mann. Oh, ey, ich glaube, der kommt jetzt. Oh. Er holt dich! Da bin ich. Bist du bereit für den Zahnarzttermin? Leiber, bitte lass mich in Ruhe. Ich will keinen Zahnarzttermin. Es ist zu spät für dich. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Bro, er wollte dir gerade schon die Zähne ziehen, aber ich glaube, er ist noch irgendwas holen gegangen. Yo, wir müssen hier raus, so schnell es geht. Bro, ich hatte gerade so Schiss. Hast du ihn auch gesehen? Er stand direkt neben mir, Mann. Yo, ich hab das von der Seite gesehen. Der hat mich hoffentlich nicht erwischt. Oh, Bro, ey, ich hätte mich besser verstecken müssen. Ich sag dir ehrlich. Absolut, ey. Oh. Aber jetzt müssen wir hier wirklich schleunigst raus, bevor er wiederkommt und ich dran bin. Ich würde sagen, wer zuerst hier aus der Zahnarztpraxis ausbricht, bekommt heute einfach mal ganze 100.000 Robux. Bro, haben die 50.000 vom letzten Mal nicht gereicht? Ich bin pleite! Ja, Alter, das kostet ja 1.000 Euro oder so. Ich glaube irgendwie knapp 1.000 Euro oder so. Und deshalb würde ich sagen, lass uns lieber anfangen, hier auszubrechen, Junge. Und ich bin an der Stelle auch ganz schnell gemutet, Freunde. Weil ihr seht schon, ich habe mir wie immer aus dem Itemshop ganz viele Items gekauft, um einen Zock hier wieder richtig krass zu pranken. Ich würde sagen, wir holen gleich mal das erste Prank-Item raus. Macht euch bereit. Hallo, hörst du mich? Hallo. Warum bist du gerade wieder nicht erreichbar, Bro, gewesen? Ich glaube, ja, mein Mic spinnt manchmal ein bisschen, Bro. Ich weiß auch nicht. Okay, ja gut, dann aber ist alles gut. Alles schau gut, mal, hab ich auch öfter. Die Tür ist abgeschlossen. Hier ist ein Schloss davor, Bro. Und jetzt ganz kurz, bevor wir ausbrechen, Leute. Ihr wisst es ist nach wie vor der Lumex Merch Shop online. Ihr seid geisteskrank am Supporten. Es ist nicht mehr viel da. Deswegen, Leute, ihr müsst euch beeilen. Die restlichen Hoodies sind noch online, natürlich wie immer in blau mit dem coolen Design. Und es gibt natürlich nach wie vor auch noch richtig viele andere Artikel im Shop, Leute. Und wie immer gibt es zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu. Deswegen, Leute, geht alle auf www.lumex.store oder auf den ersten Link in der Beschreibung und checkt das Ganze aus. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Ausbruch. Ja, wir müssen Schlüssel finden. Warte, hier leuchtet was. Ja. Oh. Guck dir das mal an, Bro. Der liegt dir. Der liegt dir, der Schlüssel. Okay, so, dann nehme ich mal den Schlüssel. So, Lumex, nimm auch mal den Schlüssel. Bro, was sind das für komische Mausgeräusche hier? Ich höre irgendeine Maus fiepen. Hallo? Ich weiß nicht, ey, aber warum sind wir so klein? Die Tür ist so groß. Ja, warum bist du so klein, frage ich mich. Jo, ich bin kleiner geworden. Warte mal, ich werde die ganze Zeit kleiner, oder was? Ey, der Zahnarzt hat dir bestimmt irgendeine Spritze gegeben oder sowas, Bro. Ja, das kann echt sein, weil ich habe Albträume von diesem Zahnarzt. Oh, Mann. Ja, okay, am besten resettest du deinen Charakter mal, dass du wieder groß wirst. Oh, okay, das funktioniert nur so? Bist du sicher? Ja, probier mal. Ich glaube, du musst dich dafür umbringen. Ich probier das mal. Oh.
Okay, so, jetzt bin ich wieder. Yo, da bist du ja wieder. Let's go. Okay, Bro, schau mal. Was haben wir gerade getriggert? Ich weiß es nicht, aber ich bin gestorben, weil ich die Zahnpasta berührt hab, Mann. Ey, das ist doch Odolmate 3 Zahnpasta. Hey! Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich die auf jeden Fall nicht benutzen werde. Die ist einfach giftig, Bro. Yo, die darf man nicht berühren. Okay, wusste ich nicht. Und Bro, hast du dein Gebiss vergessen hier, oder was ist das, Alter? Ja, vielleicht als ich groß war oder so, aber nein. Bro, wahrscheinlich eher dein Großmaul, ne? Ey, das ist übel am Stinken. Aber schau mal, nein. Ey, die Tür ist abgeriegelt, Bro. Robux kaufen? Sind hier Robux geschickt? Hä? Bro. Bist du in den Backrooms? Ich bin durchgelaufen. Was? Ich bin auch hier, schau mal, Bro. Oh mein Gott, Bro. Okay, Freunde, wir haben kurze Störungen. Wir haben den Obi, glaube ich, kaputt gemacht. Ja, aber ich bin jetzt down. Ich glaube, wir respawnen. Ich glaube auch. Ja, okay, ich würde sagen, wir laufen da besser nicht wieder rein. Okay, ja, weil weißt du, nach diesem Albtraum brauche ich wirklich jetzt die 100.000 Robux. Psst, wir müssen leise machen. Guck mal, was da steht. Das ist Bobs Office. Das ist das Arbeitszimmer vom Zahnarzt. Okay, dann sind wir lieber ganz, ganz leise. Okay, ich muss an der Tür klopfen. Warte mal. Oh mein Gott, ich müsste jetzt richtig leise machen. Was ist das für ein Teil? Was ist das denn, Junge? Ich habe keine Ahnung. Okay, Leute, das wird jetzt hart. Das wird sehr schwer. Ey, das wird richtig schwer, Mann. Ich sag ehrlich. Ich hab's gleich. Und Freunde, ich bin wieder gemutet. Ich werde an der Stelle direkt wieder pranken. Und zwar werde ich hier einfach mal mein Chatpack aktivieren und mit einfach hier drüber fliegen. Pass mal auf. Gar nicht laufen. So. Max. Ja, ich komm doch schon, Bro. Okay, alles gut. So. So. Okay. Okay, Bro, warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz auf Klo gehen, ja? Okay, okay, alles gut. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Ich werde Alizar jetzt nochmal richtig pranken. Und zwar werde ich mir einfach kurz ein paar Morphs kaufen. Ich werde mich jetzt einfach mal in einen richtig gruseligen Horrorclown verwandeln und ihn damit erschrecken. Passt auf, oh mein Gott, guckt euch das an. 6, 7. Oh. Bro, Bro, Alizar, Bro, hier ist irgend so ein Zombie gespawnt, so ein Monster, so ein Clown, Bro. Schau mal. Wo? Oh, oh mein Gott. Oh. Was war das? Bro, ich weiß auch nicht, Mann. Bro, was ist das? Ey, ich lauf zurück. Nein. Ich muss hier weg. Ey, Bro. So ein Clown verfolgt Bro, mich. Ich weiß echt nicht, was hier in dieser Zahnarztpraxis abgeht, Mann. Holy moly. Ey, der Typ cheatet schon wieder. Er kann fliegen. Hä, warum? Irgendwo was aufgesammelt. Warum brauchst du so lange, Bro? Ey, Mann, der fliegt einfach wie Batman. Yo, und warte mal, hörst du das auch schon? Ich glaube, du wurdest wieder von der Falle getötet. Ich bin falsch gelaufen. Yo, ich laufe dann schon mal weiter, die 100.000 Robux gehören. Nein, ey, wo hast du die Flügel her? Du musst mir das jetzt sagen. Aber okay, Freunde, wir probieren es jetzt nochmal. Und ich werde mich jetzt hier nochmal morphen, um ihn nochmal zu erschrecken. Und zwar morph ich mich jetzt hier einfach in so ein richtig gruseliges Krabbenmonster. Oh, was ist das? Was ist das? Bro? Was ist das? Das ist Siren Head? Ich weiß es nicht. Bro, ich weiß nicht, hier ist irgend so ein Schreddermonster. Schau mal. Oh. Yo, da geh ich nicht rein. Ey, Bro, hier im Dunkeln, da passieren ganz komische Sachen. Ich sag dir ehrlich. Ich geh da nicht rein! Okay. Oh mein Gott. Ey, das Bro. Monster geht nicht weiter. Oh, es ist hier immer noch dunkel. Ja, ich würde auch gerade. Und Max, wo bist eigentlich du? Wo bist eigentlich du? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin doch hier, Mann. Hallo? Yeah. Ach so, da. Ey, Bro, hast du dieses Monster gerade gesehen? Ja. Hast du das gerade gesehen? Bro, er hatte so Schredder und so. Richtig krass, Mann. Aber warte mal, du hast es gesehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich war schon richtig weit hinten, Bro. Ich weiß auch nicht. Ah, okay. Es ist halt so ziemlich neblig, weißt du? Bro, diese Zahnarztpraxis ist verspukt. Ich sag dir doch. Bro? Ja? Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro. Geh da nicht rein. Ist er Bob? Nein, Bro. Geh da nicht rein. Ey, Lumex liegt da, Lumex. Oh, da bist du ja wieder. Bro. Geh da nicht Rare rein. Of Bob's Steps. Okay. Bro, geh da nicht rein. Vertrau mir, das ist eine Falle. Siehst du es nicht? Links oder rechts? Da kommt gleich oh irgendwas. Oh Gott, du bist da rechts. Oh! Ich hab doch gesagt, Bro. Ah! Kann von beiden sein. Warte, Leute. Hier. Ha!
Freunde, ich bin gemutet. Ich habe doch hier meine Prank-Items. Ich habe ein Auto, mit dem ich richtig schnell bin. Ey, oh nein, jetzt lässt er mich hier alleine. Ja, Bro. Er lässt mich hier alleine. Bro, hä, nimm doch einfach das... Bro, nimm doch einfach das Auto, was da steht, Mann. Hä? Was für ein Auto? Ich habe hier keins gesehen. Wir sind hier nicht in Fortnite. Bro, das Auto hier, kennst du das nicht, Bro? Was? Wo hast du das her? Oh, Lumex, bist du hier? Ja, Bro. Ich bin hier in so einem Lüftungsschacht. Ja, Bro. So. Ey, hier... Warte mal, hörst du das? Was denn? Ich höre gar nichts. Der macht irgendwas macht komische Geräusche, Bro. Ich entweder ich höre nichts oder du bildest... Bist du das vielleicht wieder, weil du so mega klein bist? Bro, das ist das Einzige, was du hast. Bro, du bist so winzig, Mann. Dass ich zu Eis werde oder Boogie Bomb oder Bro. So. Ich werde jetzt einfach nur kleiner. Bro, wäre das nicht voll doof, wenn du jetzt von irgendeinem komischen Monster einfach aufgegessen wirst? Bleib stehen, Junge! Ich krieg dich! Ich lauf dem Monster! Oh mein Gott. Ey, Freunde, ich bin gemutet. Es funktioniert so perfekt. Wir können ihn so nice pranken damit. Holy moly. Aber okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt schnell weiter ausbrechen. Oh, es gibt keinen anderen Weg. Man kann nicht zurück. Einfach mal durch. Vielleicht gewinne ich dieses Mal. Ohne Bro, zu schummeln, ne? Man ich werde weiß dich ja. nicht gewinnen lassen. Und ja, ey, natürlich. Bro, ich glaube, hier ist schon wieder irgendwas so... So am Rumfieben, bist du das schon wieder? Der Laser hat mich geschnappt. Ja, ich glaube, ich weiß auch warum, Bro. Du bist wieder richtig klein auf einmal. Moment, ich habe hier was gesehen, Bro. Ich habe hier was gesehen. Du hast wieder was in der Hand. Nein. Du hattest irgendeinen Strahl, Alter. Weißt du, danke dir, Alter, weil wenn ich klein bin, dann kann er mich nicht so leicht erwischen. Ey, ich merke es auch gerade, aber egal. Wir müssen jetzt einfach immer warten. Komm schon, schnell. Das hat mir geholfen. Nein! Ich bin schon wieder gestorben, das kann nicht sein. Ja, die Robux gehört mir. Hey. Oh mein Gott, Lumex. Freunde, aber wartet mal, ich bin gemutet. Warum mache ich das eigentlich, Leute? Ich habe doch mein Jetpack, den wir einfach nach oben fliegen können. Okay. So. Bro, ich bin dann auch mal am Start hier, ne? Okay, alles klar, Bro. Ja, oh nein, er holt mich ein, Natürlich hole ich dich ein, was denkst du denn, Junge? Nein! So, zack und bam, Junge! Bro, ich hau ab ohne dich. Ey, bleib stehen, Mann, ich will auch ausbrechen, Mann. Ja, ich meine, tut mir leid, du bist ein Schummler in der letzten Episode, das verzeih ich dir immer noch nicht, ne? Ja, also, was da passiert ist, das ist natürlich ein bisschen ungünstig gelaufen, aber... Ja, wir wissen, dass du ohne diese Cheats nicht gewonnen hättest, ja. Ja. Bro, was? Oh! Du bist einfach reingefallen, Junge. Was für ein Noob, ey, ich cheate wenigstens. Warte mal, ich teste mal was. Freunde, ich bin gemutet. Ich habe nämlich hier noch so eine Teleportierkanone. Kann ich mich damit teleportieren? Oh, was? Aber Leute, schau mal, Einzeug ist wieder reingefallen. Die Lava, er ist wieder hinten. Und deshalb werde ich das ausnutzen. Noch mal ganz kurz pranken. Passt mal auf. Ich nehme jetzt hier noch mal einen Morph. Werde meine Stimme verstellen und werde sagen, dass in die Lava reinspringen muss. Pass auf. Ich verwandle mich jetzt einfach mal hier in so ein komisches Monster. Passt auf. Lumex, hier ist ein Monster, hallo? Das ist ein Ende. Es gibt nur eine Möglichkeit, weiterzukommen. Wie? Da ist ein Ausgang. Ich sehe doch, da ist ein Ausgang. Spring in die Lava. Was? Aber die ist doch schädlich. Da kann ich doch nicht einfach reinspringen. Spring! Ernsthaft? Oh, okay. Spring. Oder du wirst sterben! Nein! Ey, das war... Lumex, wo bist du eigentlich? Hey, Junge, du bist so ein Idiot! Ich bin das, du Idiot, Junge! Ey, Mann! Er fällt selbst in die Lava rein! Ja, ich habe einen Checkpoint, haust du rein, ne? Ey, nein! So, Bro. Lumex ist einfach so langsam. Ja, Ich bin schon hier. Bro, ich bin doch auch schon da. Pass mal auf. Du wirst gleich sehen, ich werde dich gleich auf einmal nämlich überholen. Du wirst mich gar nicht sehen, ey, wirklich? Bro. Ich bin dann auf einmal gleich vor dir. Pass mal auf. Oh. Ja. Ja, gut. Da
Ey, der ist, oh mein Gott, der ist schon da, er ist schon da, er ist schon da. Wow, wir leuchten ja richtig, als wären wir im Himmel. Yeah. Bro, die haben einfach hier so Ritterstatuen mit Zahnbürsten. Ich sehe es auch, das sind so richtige große Zahnbürsten. Die sind richtig spitz sogar, Bro, guck dir das an. Ich glaube, die sind nicht fürs Zähneputzen gemacht. Ich glaube auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das wird mich im Monster pressen, Bro. Aber weißt du was? Das ist gar kein was Problem denn? Für mich, weil ich schleiche mich da mal dran okay. vorbei. So, zack. Ah, jo. Mach ich auch. Mach ich auch. So, first try. Entspannt. Bro, so. Bro, ich glaube, ich bin wieder in den Backrooms gelandet. Huch. Wo bist denn du? Er will wieder cheaten und er ist in den Backrooms. Ah! Oh Mann, oh nein. Ich muss raus hier. Nein! Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, freu dich. Das ist sehr gut. Freu dich nicht zu früh. Oh, komm schon. Oh, nein, 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 nein. Komm schon, warum bist du zu weit vorne? Ja, yes. Bam. Ich versteck mich. Komm schon. Oh mein Gott. Hey, so schnell. Junge, wow. Ich bin schon wieder in den Backrooms. Hey, ah, nee, doch nicht. Ha, Bro. Es hat funktioniert. Nein. Es hat mich erwischt. Wo bist du? Ah, da bist du. Ach, nein. Ist. Och, komm. Bro. Ey, First Person ist schwer. Ich flieg da mal rüber, ja? Bye, have a great time. Was? Ciao. Lume! Ich hab den Helikopter geklaut. Haust du rein. Hey. Yo, er cheatet mit dem Helikopter einfach. Ey, Bro. Bro, echt keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Der ist auf einmal gespawnt oder so. Ganz komisch, Bro. Weißt du was, Lumex? Diese 100.000 V-Bucks, von denen du redest, ich meine 100.000 Robux, ja? Die gibst du gleich wieder in der nächsten Map aus durch diese ganze Schummelei. Nein, Bro. Diesen Helikopter, den habe ich gefunden, Mann. Du reinvestierst sie einfach nur. Du hast am Ende keine Robux mehr, weißt du? Na, ich weiß gar nicht, was du meinst. Mann, ich bin in die Lava reingefallen, Junge. Diese Lava. Ey, ich kenne keinen Zahnarzt, wo Lava ist. Ey, also, ich sag dir ehrlich, ey, ich hab ein bisschen Schiss vor Zahnärzten. Freunde, ihr müsst mal die Kommentare schreiben, ob ihr auch Angst vor dem Zahnarzt habt. Weil ich sag euch ehrlich... Also ich war erst vor 4 Tagen beim Zahnarzt. Ja, also. Aber dafür sind deine Zähne trotzdem schief und krumm. Ja, super, dankeschön, Alter. Vielen Dank, Alter. Okay, warte, ich drück jetzt hier oben den Hebel. Wenigstens habe ich keine Milchzähne mehr. Ey, ja, lass meine Milchzähne in Ruhe, Junge. Ich überfahre dich sonst mit meinem Auto hier, Alter. Oh mein Gott, Alter. So, bam. So. Haust du rein, Junge. Die Fahrt geht warum nach ist unten. So schnell? Ja, du hast halt kein Auto, so wie ich, Junge. Ja, 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 ja. Okay, aber ich bin vor dir. Nein, nein. Ey. Ich glaube, wir müssen jetzt hier durch, Bro. Oh, oh. Ja, okay, oh, so. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, ah! Oh! Das Bob, der Zahnarzt! Bob. Warum versuchst du auszubrechen? Er ist sauer. Ah! Bro, renn! Oh mein Gott, er hat mich! Und schaut mal, hier hat irgendjemand was an die Wand gekritzelt. Das ist irgend so ein Baby, Bro. Hä? Okay, Freunde, keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. In was für einem komischen... warte mal, ich hab einen Mitinsassen. Bro, wer bist du denn? Was ist das für einer? Was ist das für ein komischer Vogel? Warte mal. Ich bin Alpha. Alpha-Stein, was machst du denn hier, Bro? Bro, ich bin in meinem Lieblingsgefängnis. Wollte wieder eingesperrt. Bro, das ist, glaube ich, das Baby-Berry-Gefängnis oder so, Mann. Ey, ich wollte kein Babygefängnis. Die haben mir gesagt, hier gibt's eine Villa und hier gibt's krasse Fernseher, eine Playstation. Nein, Bro, ich glaube, wir wurden ein bisschen abgezogen. Das ist keine Villa. Wir sind in dem schlimmsten Gefängnis aller Zeiten eingesperrt, Mann. Warte mal, der Laser ist bestimmt niemals echt. Das ist nur Fake, oder? Das ist nicht echt. Hä? Wow, man kann hochklettern. Ja, das stimmt tatsächlich. Man kann da wirklich hochklettern. Aber warte mal ganz kurz. Okay, Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Keine Ahnung, was hier abgeht. Warum ist einfach Alpha-Stein mitten in meinem Gefängnis drin? Aber das ist perfekt, Freunde. Und zwar habe ich mich wieder ganz viele Items unten gekauft, mit denen ich wieder ein bisschen pranken werde. Deswegen, ich würde sagen, Freunde, wir werden Alpha-Stein einfach jetzt ein bisschen pranken. Wenn ihr da auf Bock habt, lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben. Dann vergesst nicht zu abonnieren. Ich würde sagen, ermuten wir uns und werden Alpha-Stein ein bisschen pranken. Let's go. Hallo? Alpha-Stein! Was? Du bist kurz auf Toilette gegangen, Ja, ich muss kurz auf Toilette, Bro, aber... Kein Problem. Bro, lass eine Challenge machen. Wer zuerst hier ausbricht, bekommt 20.000 Robux. 20.000 ist viel zu viel. Was für zu viel, Junge? Ich sperre dich gleich in mein Gefängnis ein, Mann. Hey, lass mich raus. Okay,
sofort dich aus, okay, Deal. Ja, besser ist es. Guck mal, ich drück auch schon direkt den Knopf, weil ich breche aus jetzt hier. Bam. Das Licht ist ausgegangen. Der Laser ist aber auch aus. Ha! Den Strom ausmachen, let's go! Und jetzt ganz kurz, bevor wir ausbrechen, Leute, ihr wisst es, es ist nach wie vor der Lumex Merch Shop online. Ihr seid geisteskrank am Supporten, es ist nicht mehr viel da, deswegen, Leute, ihr müsst euch beeilen. Die restlichen Hoodies sind noch online, natürlich wie immer in blau mit dem coolen Design. Und es gibt natürlich nach wie vor auch noch richtig viele andere Artikel im Shop, Leute. Und wie immer gibt es zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu, deswegen, Leute, geht alle auf www.lumex.store oder auf den ersten Link in der Beschreibung und checkt das Ganze aus. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Ausbruch. Oh mein Gott, einfach das Baby-Barry-Gefängnis. Guck mal, wie lang du brauchst, Mann. Wie krass ist das hier? Die haben mir was ganz anderes erzählt. Die meinten, es sind wirklich Konsolen und alles. Ja, Bro, du fällst doch auf alles drauf rein, Junge. Wahrscheinlich gibt's hier eine gratis Playstation oder was, Mann. Hey, Mann. Ey, Pupsch. Guck mal, da unten das Baby-Barry. Hallo, hier ist Lumex. Nein! Vorne. Hör auf, rumzuschreien, Junge. Ey, warte. Hier, schrumpf dich, Junge. Hey, Baby, da unten, ich will zu dir. Ja, geht jetzt. Hörst du dich noch? Wo ist deine Leiche? Hier ist Lumex. Nimm den gefangen. Bro, jetzt hörst du dich noch schlimmer als sonst an, Junge. Ich sag dir ehrlich. Ey! Hallo? Wo sind wir jetzt gelandet? Ist wieder hoch oder lang? Bro, ich hab keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich frag dich, Mann. Das ist der falsche Weg. Wir müssen hier durch. Okay. Ich komm. Hier gibt's einen Helikopter. Bro, da oben ist Baby Barry. Oh, das sieht doch richtig gefährlich aus. Ja, und weißt du, auf was ich Lust hab? Ey, ich werde dich, jetzt erstmal runterwerfen, Mann. Tschüss. Kannst du noch nicht machen. Sir, du musst auch runterschubsen. Gar nichts wirst du. Ich brech aus jetzt, Mann. Hau rein. Komm her, bleib stehen. Gar nichts mache ich. Los, geh da hin. Hey, komm schon. Zieh den Handschuh. Los. Ich würde dich hier noch runterschubsen, Lumex. Ich würde die 20.000 Robux gewinnen. Du wirst gar nichts. Freunde, ich bin gemutet. Ey, es funktioniert perfekt. Alpha-Stein ist richtig am Ausrasten. Aber ich habe noch ganz viele andere Items. Zum Beispiel habe ich auch einfach mal einen Panzer, mit dem ich ihn jetzt gleich abschießen kann. Passt mal auf. Hey! Was war das? Das Flugzeug hat mich getroffen, hör auf, Flugzeug! Ja, Mann, die Flugzeuge schießen, man muss echt aufpassen, Mann! Ja, ich würde zuerst raus abhauen und dann habe ich 20.000 Robux! Ey, Junge, du bist gar nichts, warte mal hier! Ich drücke jetzt auf den Knopf drauf, pass mal auf hier! Bam! Oh oh, da können wir doch niemals rüberspringen, das ist viel zu weit weg! Doch, guck mal, ich habe eine Hüpfstange, boy! Wo hast du denn eine gefunden? Ich hab die gar nicht. Die lag hier im Gefängnis irgendwo unterm Bett, habe ich okay, gefunden. Okay, ich renn kurz zurück, weil ich komm nicht wieder. Junge, was ein Idiot, er läuft zurück, Mann. Was gar nichts. Ja, Bro, ich hab dich veräppelt, natürlich liegt da keine Hüpfstange, du Idiot. Was hast du dich? Ich will die auch haben, das ist unfair. Ja, ich hau jetzt ab damit hier, guck, boing, oh, boing. Ich bin trotzdem schneller als du. Junge, du bist nicht schneller, weißt du warum? Guck mal hier, ich habe eine Schnelligkeitsfeder. Die brauche ich nicht, weil du wirst mit der Feder runterfliegen, weil du zu schnell bist und nicht auf das Spiel herkommst. Ich bin wirklich runtergefallen, Mann. Siehst du, ich hab's dir gesagt, deswegen bin ich schneller, auch ohne Feder. Ey, Mann, das kann doch nicht sein, Mann. Ey, aber Freunde, wisst ihr was, er ist ja jetzt ein bisschen vor mir. Aber ich werde ihn jetzt gleich wieder einsperren in mein Gefängnis. Passt mal auf, ich werde ihn richtig zum Ausrasten bringen. Wen möchtest du? Was sagst du? Hey! Junge, das war eine Falle, Mann. Sag doch was. Ich bin auch runtergefallen. Da war irgendwo eine Falle, ich weiß nicht. Machst du das? Nee, aber ich glaube, ich weiß, wie wir da rüberkommen, Bro. Wie denn? Ich bin drüben! Ja, so wie du ist langweilig. Benutzt du einfach ein Chatpack, Bro. Wie? Das funktioniert nicht eins! Das ist nicht fair, Mann! Ja, ich flieg da mal weiter, ja? Haust rein, tschüss! Ja, ich flieg noch weiter, tschüss! Ich bin schon am Ziel! Hey, du hast gerade hier vorne? Mann! Ja, egal, deine gekauften Sachen bringen dir nichts. Doch, guck mal, ich bin vor dir jetzt. Hier, guck mal. Ich bin schon oben. Ja, ich bin auch oben, schau mal. Ich bin schon hier drin. Hey, guck mal, nicht runtergucken. Oh mein Gott, ich hab mich übererschrocken, Mann, Alter. Oh,
voll gefährlich aus. Wirklich, Jens. Bro, mach leise, die schreien das Babyberry da vorne, Mann. Okay, ich bin leise. Da vorne ist Lumex, hier vorne ist Lumex, hier in dir, hier in dir. Hör auf, Lumex. Junge, hör auf, Lumex, schreien. Hör auf, Baby, bitte. Na, warte, komm her. Lumex hat voll viele Robux, bitte nimm ihn die weg. Baby, warum kriegst du Warte nicht auf? Er kommt. Yeah. Nimm ihn hier. Nein, nimm Lumex. Ich hau mit meinem Auto ab. Tschüss. Mimi. Das hab ich nicht. Oh Mann. Freunde, ich bin aber gemutet. Ich hab einfach gerade mein geheimes Auto hier benutzt. Schau mal. Mit dem bin ich richtig schnell. Aber das Ding ist halt, ich hab halt die ganzen Prank-Items gekauft. Die hat Alpha Stern halt gar nicht. Deshalb sind wir halt auch richtig schnell im Vergleich zu ihm. Und holen uns die 20.000 Robux. So, bam. Hey, wo bist du hin, Lumex? Ja, ich bin schon oben, Bro. Nimm doch das Auto, was da stand, hä? Ich hab das Auto gar nicht gesehen, du hast es mir weggenommen. Oh. Ja, Lumex, hallo. Guck mal, ich bin schon hier, Mann. Warum brauchst du so lange? Ich muss die Knöpfe drücken. Was ist das, ein Panzer? Pack den weg. Hallo hier. Hey. Junge. Warum bist du so... Muss ich alles von neu laufen? Ich muss alles von neu laufen, Lumex. Alles. Ja. Ich bin wieder bei Baby! Ich würde sagen, das sind dann meine 20.000 Robux! Oh mein Gott! Ich flieg in das Baby das rein. Das ist echt vorbei mit mir. Ich bin im Baby seinem Bauch drin, Alter! Ich will auch rein! Junge, Baby Barry ist echt ein bisschen am Stinken, Mann. Hast du verdient! Bin ich ehrlich! Junge, hier ist alles voll am Stinken, Mann, Alter. So, ich bin fast wieder da. So, ich komme endlich, Robux! Fast da! Junge, komm mal lieber, hier ist voll am Stinken. Ich hab auch in den Magen rein, ich will nicht. Oh nein, wo bin ich hier? Ich bin irgendwo durchgefallen. Hier ist so viel Essen. Was soll das? Oh Mann, Bro, warum bist du so schlecht hier? Sag mir ehrlich, du bist richtig schlecht, Mann. Du cheatest. Ah, ich cheat doch nicht, Bro, was redest du denn da? Ich cheat doch nicht. Du hast das Gefängnis, Mann, ich war auch in einem extra Gefängnis. Bro, seh es ein, du bist schlecht im Ausbrechen, Mann. Gar nicht. Bam. Ich bin schon vor dir am Ziel, siehst du das? Guck mal, wie weit ich schon bin. Nein. Und ich werde doch noch weiter schaffen als du, du bist wieder klein, ich hab trotzdem auch ein Gaming. Guck mal, wie weit ich schon bin, du kriegst mich nicht. Ey, warum bist du so weit, Mann? Hallo, bleib stehen jetzt. Ich will drin. Junge, du bist schon da oben, Alter. Mann, benutze diese, um zu bauen. Was? Was müssen wir bauen? Ah, ich glaube, wir müssen hier irgendwie... Ein Haus bauen. Wo bist du denn? Ah, du bist hinter mir. Ja, runter mit dir. Muss ich alles neu bauen. Ja, bau doch neu. Weißt du, bauen ist für Loser. Coole Leute, die benutzen einfach ihren Chatpack. Wie? Kannst du einfach vorbeifliegen? Ja, guck doch. Du bist ein Hacker, Lumex. Du bist ein Hacker. Nein, ich will doch nicht hacken, Bro. Was denkst du denn von mir? Ich muss doch einmal zurücklaufen und das Teil holen. Bro, die Idiot, nimm doch mal dieselbe Platte immer und bist du... Ach so, geht. Ich bin Robux-Profi. Ja, ich merk schon. Wirklich? Nein! Bro, wo bin ich? Wo bin ich? Komm schon, ey! Warte mal, ich glaube, ich bin... Bin ich draußen? Oh nein. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Da vorne wird es gleich wahrscheinlich den epischen Endbosskampf gegen Babyberry geben. Wo bist du, Alphastein? Beeil dich mal, lieber. Ich brauche die Robux. Gib mir die Robux. Ja, ich gebe dir keine Robux. Beeil dich mal. Wir müssen gleich gemeinsam eine kämpfen. Eine Robux haben. Ja, dann beeil dich jetzt mal, lieber. Ich beeil mich, Helikopter, Helikopter. Freunde, ich bin aber gemutet gleich, wenn er kommt. Wenn ich ihn erst mal wieder runterwerfe. Wir werden sehen, das wird richtig ehrenlos. Oh mein Gott. Okay, wir warten jetzt auf ihn. Warte. Und Lumex, ich komme. Hey, da bist du ja, Mann. Und ab nach unten mit dir. Tschüss. Rein in die Lava. Bitte muss ich von neu laufen. Ja, ich bin hier. Ey, bleib stehen jetzt hier. Wow, wir sind richtig schnell. Wow. Ich bin in die Lava gefallen. Nein. Ich auch, Mann. Ich muss wieder von euch machen. Nächster Versuch. Wo ist dein toller Jetpack hin, Lumex? Hast du keinen mehr oder was? Ey, warte mal. Danke, dass du mich dran erinnerst, Bro. Oh. Ich hab doch ein Jetpack. Danke, Bro. Das ist echt nicht gut.
Ich bin schon da, Mann! Was ich sagen dürfen? Wirklich jetzt, Leute? Ah, aber... Ey, warte mal ganz kurz. Nein! Stein, Bro, guck mal. Da ist das Tor. Ich glaube, wenn wir da durchgehen, wird es den Endbosskampf geben. Ich muss wieder alles von neu machen. Das ist echt nicht wahr, wenn man einmal runterfliegt. Alles von neu. Ja, das kommt halt davon, wenn man kein Chatpack hat. Hä? Du bist ein Roblox-Hacker. Nein. Ich doch nicht. Schon wieder. Okay, Leute, ich bin nochmal gemutet. Ihr seht, hier wird es wahrscheinlich jetzt gleich zum Endbosskampf gehen. Wir werden jetzt ganz kurz auf Alphastein warten, damit wir gleich nochmal umso mehr pranken können. Deswegen lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, beenden wir jeden Moment den heutigen Ausbruch. So, jetzt bin ich fast am Ziel. Ich bin da, Lumix. Junge, wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Was redest du? Ich muss hier weiterspringen, oder? Zink! Hä? Da vorne ist irgendeine Waffe, eine Laserwaffe. Ey, warte mal. Bin ich falsch? Bin ich schon beim Boss? Ich bin falsch! Ich muss hier gar nicht lang! Ah! Du hast mich reingelegt! Ich muss gegen den Boss kämpfen, Lumix, bitte komm schnell! Greif mich an! Ah, Bro, du bist schon beim Boss, was? Wie das denn? Du greif mich an, Lumix, bitte helf mir! Oh nein! Freunde, ich bin gemutet, ich bin komplett falsch gewesen. Wir müssen das jetzt so schnell gewinnen, Freunde! Hey, Bro, Alphastein, pass mal auf, was ich mit dir mache jetzt hier. Oh, mein Gegner hat nur noch 1000 Leben, gleich ist vorbei für dich. Gar nichts hast du, ich mach den fertig, Mann. Niemals, ich hab ihn jetzt schon. Wie, du, dann, ey, warum, Mann, bekommt gar keinen Schaden, Mann. So, ich schick dir schon mal meine Kontodaten, Lumix, dann kannst du gleich hier schon mal alles eintippen. Man muss auf dich hier schießen, ey, das kann nicht sein. Ey, nein, komm schon, Alphastein, tu mir das nicht an, komm schon, ich muss das hinkriegen, komm schon. So, also, ich will einen Betrag von 320.000. Warte mal, bist du schon ausgebrochen, ne? Noch nicht, aber jetzt! Was? Yeah! Nein, da niemals. Bin der Sieg! Alphastein, tu mir das nicht an, warte, wir holen das noch. Ja, ich krieg Robux! Ja, endlich! Gar nichts kriegst du! Pass auf! Worauf? Wovor? Hier, guck, ich hab's ja auch. Zack, komm schon. Ja. Du merkst, ich glaube, es ist vorbei für dich, ist der Rutsche nach unten. Wow! Nein, komm schon, Auto! Mein Auto muss mich retten, komm schon, Auto! Fahr schneller! Komm schon! Ah! Ich werde hier abhauen, Lumix. Vorbei für dich. Wo bist du? Nein! Werde ich dir nicht sagen. Ey! Alter, du kommst ja auch schon. Bleib weg! Bro! Ich muss schneller zum Ziel. Ich fahr los. Nein! Nein! Nein, er ist schon losgefahren! Nein! Yeah! Komm schon. Bin ich. Ey, nein! Nein! Oh. Bitte mach langsamer, Lumix, mit dir! Mach langsamer! Ha! Du bist vom Auto runtergefallen, du Idiot! Lumix, mach langsamer, bitte! Du bist runtergefallen! Tschüss! Ich bin auf deinem Auto! Ey! Ha! Ja! Lumix, ich hab Robux, bitte! Bitte! Tschüss! Hau rein, Bro! Nein! Oh mein Gott! Bro! Ich bin zuerst ausgebrochen, ich hab's geschafft. Freunde, habt ihr das auch gerade gehört? Da hat irgendjemand richtig komisch gelacht, Mann. Ey, das hat sich... Ich bin Bonnie und du bist für immer und ewig in dieser Welt gefangen. Ah, Freunde, habt ihr das gehört? Ich glaube, das ist Pomni, weil so wie es aussieht, sind wir heute einfach mal in dem unglaublichen Digital-Zirkus gefangen. Und ihr seht auch schon, da steht eine... Pomni-Figur? Und da ist ein Name, warum steht da ID-Blocks? Ich bin Pomni. Du kommst hier nicht mehr raus. Ich bin nicht ID-Zock, nein. Bro, warte mal. Ach komm, Bro. Ich hab dich nur reingelegt. ID-Blocks, Junge, was machst du denn hier, Mann? Ja, Bro, ich dachte, ich wollte einen kleinen Scherz machen, weil du mich ja immer prankst, aber hat ja nur halb geklappt. Ja, Bro, hat ehrlich gesagt nicht ganz so gut funktioniert. Aber ey, hör mal auf, jetzt hier Späße zu machen. Bro, das ist ernst heute. Du siehst, wir sind nämlich bei Pomni im Gefängnis eingesperrt, Bro. Ah, wie, Bro? Heißt, ist das jetzt nicht ein Scherz? Kann man hier nicht mehr raus? Kommen wir nicht mehr raus? Bro, hier ist alles abgesperrt. Wir kommen hier nicht raus. Echt jetzt? Okay, nein. Ich dachte, das war nur eine Show oder so. Nein, Bro, guck dir das an. Das ist ein riesengroßer Zirkus. Und ich habe auch eben Pomni irgendwo rumlaufen sehen. Ja, ich glaube, ich habe sie gesehen. By the way, Pomni ist eine Sie. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ah, okay, das ist ein Mädchen. Dann scheint sie aber richtig böse zu sein. Da ist sie. Versteck dich. Sie ist durch die Wand gelaufen. Okay, schnell. Ich gehe ins Fass. Okay.
Okay, Bro. Ey, ich sag ehrlich, lass wieder eine Challenge draus machen. Wer Echt? Hier zuerst aus dem Gefängnis, beziehungsweise wer zuerst aus dem Zirkus ausbricht, der bekommt... Was bekommt der diesmal? Bro, wir müssen irgendwas Krasses diesmal machen. Wie wär's, wenn wir heute einfach mal um ganze 50.000 Robux spielen? Bruder, 50.000? Was ist denn eigentlich aus den letzten 100.000 geworden? Hab ich die bekommen? Also, so wenn ich mich recht entsinne, hatte ich eigentlich gewonnen, nicht? Nee. Also, ihr könnt euch das Video bei Lumex gerne anschauen, aber wir wissen, was da wirklich passiert ist. Ja, Bro, lass einfach ausbrechen, okay? Okay, alles klar. Flüchte nur vor deinen Pflichten, ne? So. Freund, oh mein Gott, ich bin ganz kurz gemutet. Ey, ich sag euch ehrlich, diesmal müssen wir wirklich gewinnen und deshalb werde ich hier wieder in den Shop gehen und richtig böse Prank-Items kaufen. Um ID-Zock hier wieder richtig krass zu pranken. Das heißt, wir kaufen uns das Ultimate-Bundle für ganze 1500 Robux, weil dann bekomme ich einfach alle Prank-Items auf einmal und damit werden wir richtig krass reinpranken. Okay, ich habe mir das Ganze jetzt gekauft. Ich glaube, es hat funktioniert. Wir haben alle Items bekommen. Okay, ich ermüde mich ganz schnell. Lumex, wo bist du? Oh, Bro, ID-Zock, Bro, keine Ahnung, ey. Ich muss ganz kurz noch was einstellen, Mann. Bro, ich würde sagen, guck einfach mal, dass die Tür da oben aufbekommst, okay? Okay, Bro, die ist schon offen. Oh, ey, Bro, was ist passiert? Ich habe die Tür geöffnet und da ist schon wieder so eine Explosionsfalle oder sowas ausgelöst. Ich weiß es nicht. Ich sag dir, Bro, dieser digitale Zirkus hier, die Promi, die hat bestimmt überall Feinde reingebaut, Mann. Ja, hast recht. Okay, in dem Zirkus kann ja alles passieren. Okay, probier die nochmal aufzumachen. Hast du aufbekommen? Okay, ja, warte. Ich habe aufbekommen, so. Okay. Ha, Lumex, ich schaff das, guck mal. Hey, wo bist du so schnell, Mann? Okay, ich bin nochmal ganz kurz gemutet, Freunde. Ey, ich würde sagen, wir setzen direkt das nächste Prank-Item ein. Und zwar habe ich ja einfach mal einen Jetpack, mit dem ich fliegen kann. So, was Bro. Was ist denn hier los? Ich flieg mal Lumex, ganz kurz nach oben. So. Du warst wieder AFK, Alter. So. Mein Gott. Hey, Leute, guck mal, wie langsam Lumex ist. Der ist einfach immer noch irgendwie im Schacht dort drinnen versteckt. Bro. Junge, Bro. Alter, wo bist du, Bruder? Bro. Der ist einfach... Yo. Bro. Hey, der ist... Wie bist du da hochgekommen? Bro, bist du das? Hä? Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich bin auf der Treppe gewesen. Du bist da jetzt nicht dran entlang gesprungen. Was hast du gemacht? Ja, da gab's so ein Jumppad. Ich bin damit hochgeflogen. Ja, kannst du mir dieses Jumppad vielleicht mal zeigen? Ja, das ist direkt da vorne. Ey, was machst du da, Bro? Ey, es gibt's ja nicht. Ey, was hast du da für einen Laser jetzt, mal im Ernst? Was ist das? Bro, das war ich nicht. Das war diese komische Figur hier. Dieser Morph da, ja, das war der da. Ja, wahrscheinlich. Das war dieser Laser vom Zahnarzt, ne? Bestimmt. Yo, Bro, ne, ich brech da mal weiter aus. Das sind meine 50.000 Robux heute. Nein. Du schuldest mir noch die 100.000, Kollege. Warte mal, Bro. Bro, okay, ganz kurz Spaß beiseite. Ihr müsst leise machen. Bruder, wir sind unten jetzt im Zirkus angekommen. Schau mal. Alter. Und hier ist ein Bild von Pomni. Oh. Ist sie, glaube ich, irgendwie beleidigt oder so? Ich glaube auch. Nicht. Ey, ich finde Pomni irgendwie ein bisschen gruselig. Ich sag dir ehrlich, Mann. Also, ja, die ist schon gruselig. Sag ich auch. Boah. Ey, Bro. Du musst aufpassen. Da ist eine Falle, Mann. Was für Falle, Bro? Hä? Hast du es nicht gesehen? Da war eine Bombe auf dem Boden, Bro. Die ist explodiert. Oh, mein Gott, Alter. Hier war eine Mine. No way. Ja, doch. Freunde, ich bin da mal gemutet, Junge. Ey, er checkt's auch gar nicht, ne? Er glaubt mir auch alles. Ich sag einfach, da war eine Mine, Bro. Obwohl da gar keine war, ne? Ey, Digga, er ist so lost. Wir pranken direkt weiter. Pass auf. Ja, aber gut, Bro. Ich würde sagen, jetzt lass mal lieber hier ausbrechen, okay? Würde ich auch sagen. Alles klar, dann raus hier. Wir schleichen raus uns langsam hier vorbei. Oh mein Gott. Das ist Pomni, Bro. Das ist Pomni einfach. Zurück. Alter, Bro, ganz schnell. Versteck dich, Bro. Okay. Oh mein Gott. Hinter den Würfeln. Hört ihr sie? Ey, Bro, ich glaube, sie sieht mich nicht, Bro. Ich hab mich versteckt. Oh mein Gott. Ich hab mich versteckt. Oh mein Gott. Ich auch. In diesen Würfel, ne? Bro, ich warte jetzt einfach, bis sie weg ist, okay? Okay. Okay, Bro. ID-Zock, ich glaube, die Luft ist rein. Du kannst rauskommen. Oh, Junge. Alles klar, wir sollten echt vorsichtig sein, ne? Ey, wir müssen richtig vorsichtig sein, Bro. Wie gesagt, die sind überall Minen. Dann Pomni läuft hier auch noch rum und... Ja. Sie kommt schon wieder! Bro, jetzt musst du rennen! Links, okay, lass rennen, Bro, wir müssen hoch, Bro, wir müssen hoch hier irgendwie.
Help, Alter. Hilfe. Robo, geht's hoch hier? Ich find's nicht. Oh, Bomni ist hier. Bomni ist bei mir. Hilfe, Lumex. Bro, nein, ich kann nicht. Ich muss selber hoch. Die ist nach oben. Die ist nach oben gegangen. Bro, die kommt mir auch hinterher gelaufen. Ich renn doch schon. Okay. Komm. Okay, warte, ich bin ganz kurz gemutet, Freunde. Ich würde sagen, ich benutze wieder ganz kurz mein Chatpack, um zu pranken. Passt auf und ab nach oben. Idizong, Bro, wann kommst du? Ich bin jetzt gleich schon oben, ne? Was? Ja, ich bin oben, Bro. Du warst doch gerade hier. Weil, was ist das für ein Schatten? Nein, Bro, ich hab deinen Schatten gesehen. Nein, ich bin oben. Komm, nein, das kann ich. Nein, das geht gar nicht. Das geht nicht, Lumex. Das geht nicht. Ich stehe hier auf der Treppe und da ist niemand. Niemand. Wie bist du. Hast du irgendeinen Secret Exit gefunden? Ja, hast du einen geheimen Weg? Bro, da gab's so eine Geheimtür, wo man reinlaufen konnte. Dann wurde man hochteleportiert. Ey, Nein, das glaube ich langsam nicht, Lumex. Bro, komm doch hoch, ich bin oben. Du spielst hier Spielchen, glaube ich wohl eher. Nö, das. Aber nein. Doch, es geht hier um 50.000 Robux. Letztens hast du ja schon probiert zu schummeln, ja? Bro. Wenn ich jetzt nochmal erfahre, dass du heute schummelst, dann mache ich das nicht mehr mit diesen Robux, Bro, weißt du? Vergiss mal das Schummeln. Wir haben vergessen, den Knopf zu drücken unten. Oh, ja, wirklich? Soll ich da jetzt runter und den drücken oder wie? Also, ich würde es ja so machen, wenn jetzt jeder von den Zuschauern da draußen einen Daumen nach oben da lässt, dann musst du runterspringen und vor uns den Knopf drücken. Ey, okay. Nur wenn jeder ein Like da lässt und, okay. Komm, bei drei Leute, alle liken. 1, 2, 3, alle liken. Oh mein Gott. Okay, Bro, jetzt drück mal den Knopf da unten, Mann. Ich drück den Knopf. Ich hab den Knopf gedrückt. Bro, du bist der Beste. Danke fürs Aufmachen. Okay, alles gut. Aber Pomni ist direkt da im Hintergrund. Ich sehe sie. Und jetzt muss ich den ganzen Weg da hochlaufen. Wirklich. Ja, also ich würde sagen, ich laufe mal weiter. Geht ihr hier um 50.000 Robux, ne? Nein. Du bleibst hier stehen, Alter. Leute, wir müssen irgendwas uns einfallen lassen. Du müsstest schneller sein als Lumex. Bro, warte mal. Ich bin hier jetzt schon in irgendeiner Clowns-Türkus-Regenbogen-Toilette, Alter. Doch! Nein! Weißt du was? Das Ding ist, ich bin ein absoluter Amazing Digital Circus Experte. Ich habe die Serie schon komplett durchgeschaut, ja? Okay. Und ich kenne jedes Level, obwohl ich das hier noch nicht gespielt habe. Bro, das ist mir voll egal. Du hast hier reingekackt, Mann. Das ist voll am Stinken, Alter. Bro, nein, das war Pomni oder dieser komische Dings, der hat Mundgeruch. Das war bestimmt seine Mundspülung. Ja, ich glaube, so siehst du in 10 Jahren aus, Bro. Ja, aber immerhin habe ich noch schöne Zähne, weißt du? Ja, aber ich würde sagen, jetzt nicht mehr. Was? Ey, Mann! Bro, das warst du jetzt. Ja, das Bro, das habe ich auf dem Boden gefunden. Das lag da rum, hä? Nein, Alter, doch. Was war das? Lumex, wo ist er? Ich grab mich nach unten, hä? Was denkst du denn? Nein, Mann. Oh mein Gott, ich muss schneller sein. Bro, ich häng dich ab jetzt. Du weißt gar nicht, was hier abgeht, Bro. Hier ist komplette Zirkusparty, Mann. Freunde, ich bin immer kurz gemutet. Ich benutze direkt die nächste Fähigkeit. Und zwar kann ich mich ja einfach mal schnell machen, indem ich hier meine Schnelligkeitsfeder benutze, beziehungsweise ich mir einen Energy Drink reinfetze. Wow, ich bin richtig schnell jetzt. Bro, ich geb dir einen Tipp. Diese Kugel. Ja, Bro, trink doch einfach einen Energy Drink. Was hältst du davon? Wo gibt's denn Energy? Ich hab einen zufälligerweise dabei gehabt noch. Ja. Red Bull, Monster Energy, Gönnergy, was hast du dir genommen? Ich hab tatsächlich blaues Red Bull getrunken, Bro. Oh, ja, schön. Ich hätte gern auch eins. Kannst du mir eins geben? Nee, Bro, weil hier ist irgendwie das nächste Zirkusmonster. Was ist das, Mann? Oh, nee, und ich stecke hier immer noch fest in diesem Level. Ja, bleib doch ruhig stecken. Ich hol mir gleich meine 50.000 Robux. Aber was ist das? Schreibt mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr wisst, wie dieses Monster heißt. Das ist auf jeden Fall auch aus dem Digital. Ohne Witz! Ich steck hier fest! Ja, diese Kugel rollt immer, wenn ich hier zu nahe komme. Du bist einfach schlecht, das ist der Grund. Deswegen kommst du nicht weiter. Ja. Ich hab gerade gesehen, wie du Super Boost anhattest mit deinem Energy. Oh, Bro, die hat mich gleich. Ich muss mich beeilen, Mann. Renn, Bro. Oh, mein Gott. Oh, Bro, beeil dich mal lieber. Ich bin gleich schon raus aus dem Zirkus hier, Mann. Ich komm hier wirklich nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Oh Mann, ja, das war super. Ich laufe jetzt einfach mal ganz entspannt weiter hier. Nein. Nee.
Ey, die Kugel prankt mich mehr als Lumex. Jo, das ist natürlich doof dann. Freund, ich bin auch mal gemutet. Es läuft perfekt. Er kommt einfach nicht weiter. Bedeutet, das sind die einfachsten 50.000 Robux, die ich wahrscheinlich jemals verdienen werde. Deswegen, ich würde sagen, wir drücken jetzt auch schon mal direkt auf den Knopf, fahren hier jetzt nach oben und dann werden wir aus dem digitalen Zirkus von Pomni ausbrechen. So, Bro, ich gönn mir direkt hier schon meinen nächsten Energy Trick, damit ich hier... Oh, nee, Moment, ich will auch. Bro, wo kommst du denn her? Wow! Hey! Bro, warum bist du schnell auf einmal gewesen? Ich bin, keine Ahnung. Ich habe auch einen blauen Red Bull gefunden auf dem Weg. Junge, er hat auch einen Red Bull getrunken. Deswegen bist du so schnell. Ich hol mir den Sieg. Wo ist der Ausgang? Ja, warte mal. Ich glaube, der Ausgang, der könnte... So, das sieht sehr nach dem Ausgang aus. Irgendwo da drüben sein. Also, ich glaube tatsächlich, man muss da nur so... hochfliegen, genau, und dann warte. Ist da auch schon direkt das Ziel tatsächlich, ne? Das ist ja nicht möglich. Das gibt es nicht. Der Typ, der ist die ganze Zeit... Was ist nein, das hier? Bro, warte mal, da ist eine Leiter. Schau, man muss da hochklettern, in den Lüftungsschacht rein. Oh mein Gott, ja. Reiter. Hey, wo bist du vor mir? Geh mal runter, Mann, hier. Ich bin auch geklettert. Ich hab glaub, auch das du Ding hast gesehen. Lust auf einen Taser, Mann. Ich laufe! Nein! Mann, jetzt konnte ich mich nicht bewegen in diesem Wind. Jo, wenn du mich tastest, kann ich dich nicht bewegen. Ja, ich glaube, ich klatsche mir jetzt hier einfach nochmal so ein Energy ein. Nein, das macht er jetzt nicht. Macht er jetzt nicht. Komm schon, ich muss vor ihm. Nein! Ey, Mann, Leute. Ey, Brudi, eigentlich muss ich echt ein bisschen lernen hier. Du bist richtig schlecht im Ausbrechen, sag ehrlich. Ich gebe mein Bestes hier, ohne zu schummeln, weißt du? Ich gebe mein Bestes. Bro, ich schummel ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast, Bro. Ja, aber er casht hier rein. Er investiert. Also, Bro, wenn ich 50.000 Robux wiederbekomme, kann ich auch ein paar Tausend investieren, ne? Also. Ja, okay, aber du hast doch 100.000 noch zu überweisen, weißt du? Was? Nicht, dass Lumex hier Schulden hat bei mir, weißt du? Also, Leute, ich weiß echt nicht, von was Aldi Zock da redet. Also, ich Und, Bro, hörst du das schon wieder? Was klingt denn? Danach, als wärst du schon wieder tot. Ey, Mann. Ey, komm. Ich war gerade da auf dem Weg. Wo bin ich jetzt? Wo lande ich jetzt? Das ist nicht sein Ernst. Oh, bist du wieder ganz am Anfang? Oh, das ist ja doof. Das ist nicht sein Ernst. Jo, ich laufe da mal weiter, ne? Ich muss ja genau hier sein. Das ist eigentlich gut. Hey! Warum bin ich draufgegangen? Ey, was machst du denn, ey? Guck mal, du bist so schlecht, dass du schon beim Laufen einfach stirbst, Mann. Ey, oh nein, ich muss hier runter. Och, nee. So. Ich würde sagen, ich laufe direkt schon mal weiter hier jetzt, ne? Nein. Ich muss der Möglichkeit geben, wie man diesen Schummler schlägt. Nein, Bro, ich bin jetzt hier schon bei den Lüftungsschächten, bei den ganz großen hier. Ja, natürlich. Bam, Junge, oh mein Gott. Und ich bin schon beim Weihnachtsmann am Nordpol. Freunde, ich bin gemutet. Es läuft so perfekt. Wir sind richtig gut am Durchrushen hier. IDZock hat überhaupt keine Chance, ey. Ich würde sagen, wir werden hier noch richtig krass weiterprankt, bis er komplett ausrastet. Okay, Leute, ich werde Lumex gleich besiegen. Er wird es nicht erfahren. Aber ich werde ihn überholen, ohne dass er es weiß. Das wird der beste Trick sein aller Zeiten. Ja, aber Bro ich nein, du hast nichts gehört. Ich kann dich doch hören, Bro, also... Bum, 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 bum. Digga, Bro, du bist ein Idiot. Ich bin unsichtbar. Ey, Bruder, wo bist du vor mir jetzt auf einmal? Hallo? Unsichtbar. Okay, warte, Bro, da vorne ist irgendein riesen Pomni-Monster, Bro. Oh mein Gott, das ist... Nein. Das ist Jax, Bro. Wer ist denn Jax, Junge? Warum ist der so groß? Das ist einfach so ein Bugs Bunny-Abklatsch oder so. Ey, Bro, nein, das ist meine Bazooka. Nein. Ey, ich will meine Bazooka. Ich will das vor Lumex schaffen. Bro, er ist direkt hinter mir. Lumex besiegen. Bro, schieß ihn ab. Komm. Boom. Ja, komm schon. Na los, geht raus. Komm schon, sterb endlich. Mann, Junge, warum ist er so stark? Ja. Hast du ihn? Warte, ich hab ihn auch. Ich hab ihn. Mann, du bist so schnell. Komm schon. Oh nein, es ist wieder das.
Es ist wieder das. Okay, ich bin nochmal gemutet, Leute. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, dass wir vor IDZock hier ausbrechen. Ich werde gleich meine ganzen Prank-Items hier raus. Und passt mal auf. Okay, wir müssen kurz erstmal hier runter. Lurex, wo bist du eigentlich? Bro, aua, aua. Oh, oh nein, oh nein, ich bin, nein. Ich bin hier, Bro. Ist da. Hilfe, Hilfe. Bro? Was ist denn? Ja, also, gar nichts. Ich bin auf dem Weg, ne? Wollte ich nur sagen. Nein, du bist nicht auf dem Weg. Und ob ich das bin, du denkst auch, du hast eine Chance. Oh, hier ist Laser, Bro. Ja, ich hab eine Chance, weil ich glaube, du kannst nämlich nicht schneller werden, wenn, kann dich dein Jetpack hier hochbringen mit schnellerer Geschwindigkeit? Ja, Bro, ich würd's nicht herausfordern, ne? Wenn ich will, dann mache ich gleich Hackfleisch aus dir. Pass mal auf. Das glaube ich nicht. Nimm mal den Ausgang links, Lumex. Das ist der Secret Exit. Nimm mal links einfach. Bro, ich kenn tatsächlich auch so einen krassen Secret Exit. Der ist direkt vor dir. Nein! Was? Bro! So. Warte mal, Bro. Bretter schleppen war von gestern. Von heute nimmt man sich einen Chatpack. Nein, das macht man nicht. Er fliegt wieder. Oh nein, Leute. Yo, Bro, ich will nichts sagen, aber ich würde sagen, ich besiege jetzt mal den Omni-Endboss. Was ist das denn? Okay. Jetzt schon den Endboss. Bro, IDZock, ich sag dir eins, das ist. Ich will es nicht drauf anlegen. Gott. Das ist das Pomni-Zahnfleisch-Fressmonster oder was? So. Was? Der zahnfleischfressende Zahacker oder was? Yo, Bro, ich hab dich aber schon die erste Minigun von ihm kaputt gemacht. Ich breche eher aus als du, Mann. Ey, schieß mit Minigun. Na los. Alter, ist der stark. Bro, er ist Geist-Kargopi. Warte mal. Er hat Minigun. Also. Er macht mir so viel Schaden, Junge. Oh mein Gott, komm schon, stirb doch endlich. Oh, nimm das, Pomni, du fettes Monster. Komm schon, Mann. Na los, okay. Das ist gar nicht Pomni. Das ist Kane. Das ist der Zirkusdirektor. Kane, der Zirkusdirektor, Bro. Ich tut mir leid, ich muss sagen, aber das ist dein Ende jetzt, Junge. Bam! Komm schon, ey, ich krieg ihn immer noch nicht down. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, endlich raus hier, Bro. Wir sehen uns nie wieder, IDZock, Bro. Nein, er haut ab. Ich nehm das Auto ohne dich, Bro. Ich mach jetzt hier einen Abgang. Nein, das machst du nicht. Das machst du nicht, Kollege. Ich hab ihn jetzt auch down. Bro. Er ist auch down. Bro. Was? Bro, warte mal. Ich glaube, ich bin im Himmel oder so, Bro. Hier ist alles weiß. Oh. Was? Warum? Bro, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich bin raus aus dem Zirkus. Ich hab's auch geschafft. Ich bin im Paradies angekommen und zwar vor dir. Ja, nein, warte mal. Das ist noch nicht der Ausgang, Kollege. Was machst du denn da? Er fliegt hoch. Ey, ganz ehrlich, flieg ruhig in den Himmel. Bro, komm nicht zurück, ich flieg in den Himmel. Ich werde in den Helikopter einsteigen. Komm und nicht damit zurück, Kollege, ey. Es gibt's ja nicht. Der kürzt hier so unfassbar ab. Bro, ich würde sagen, du überweist mir jetzt erstmal meine 50.000. Nein, Lumex, das mache ich auf keinen Fall. Also unter den Bedingungen. Also okay, weißt du was? Ich überweise dir die, aber nur, wenn du mir die 100.000 vom letzten Video überweist. Das heißt, dann habe ich 50.000 immer noch plus. Können wir machen, aber erst, wenn du die 50.000 an mich überwiesen hast. Ja, aber was macht dann das für einen Sinn, wenn ich die 100.000 dann kriege? Wir können doch umrechnen. Gib mir einfach 50.000. Also, ich würde so sagen, du überweist jetzt die 50.000 oder du wirst die 100.000 niemals dein ganzes Leben wiedersehen. Ja, nee, dann machen wir lieber gar nichts, ey, hier. Warte mal, ist das der warte mal. Bro, also ich glaube, wenn du mich jetzt hier nicht gleich rauslässt und meinen Robux gibst, schieße ich dich wieder bei meinem Laser ab, Junge. Nein, also. Nein, Mann. Oh Gott. vielleicht ist das sogar der Ausgang. Nein. Bro, das ist der Ausgang. Ich habe gewonnen. Jetzt klär meine Robux endlich. Wir sind für immer und ewig hier gefangen. Ja, weil du mir nicht meine Robux gibst. Ja, okay, aber ich kann dir auch keine Robux geben, wenn ich hier gefangen bin mit dir in dieser Box. Ich komme hier nicht raus. Jetzt muss ich mir Lumex Gesicht die ganze Zeit ansehen in dieser Box. Ah, ich kann das nicht mehr. Warum? Nicht raus hier. Wer schreit denn da so rum, Mann? Ey, lass mich aus dem Gefängnis raus. Oh nein. Nein.
Freunde, nicht schon wieder, bitte nicht. Heidi Zong, Bro, bist du's? Oh, nee, ich bin schon wieder mit dir im Knast, Lumex. Ey, Bro, ich hab langsam echt keine Lust mehr auf dich, Mann. Guck mal, ich versuche hier zu entkommen. Guck, ich... Aber man kommt hier nicht raus. Ja, Bro, das ist ein Gefängnis. Natürlich kommt man da nicht so einfach raus, Mann. Ja, guck mal, wir sind schon seit 5 Tagen hier. Ich hab hier einen Strich gemacht. Yo, das hast du cool gemacht. Aber ey, Bro, ich glaube... Warte mal, psst, da ist sogar der Gefängniswärter direkt. Schau mal. Wo denn? Ja, hinter uns, Bro. Oh, yo, der pennt. Schrei doch nicht so. Okay, der pennt. Okay, ich hab auch gerade herausgefunden, Bro... Heute ist ein was anders als sonst. Und zwar ist das ein sogenannter Zwei-Spieler-Gefängnisausbruch. Das heißt, wir können nur ausbrechen, indem wir uns gemeinsam dabei helfen. Ah, okay. Also, wie war das nochmal mit den Robux, die ich nicht bekommen habe? Robux? Ohne mich kommst du hier nicht raus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber ich gehe erstmal ganz kurz aufs Klo. Und ich habe mich so lange wieder gemutet, weil, Freunde, auch wenn es ein Zwei-Spieler-Obby ist und er und ich auch seine Hilfe braucht, werde ich trotzdem ein bisschen reinpranken. Ich meine, ihr kennt mich, deswegen gehen wir wieder in den Itemshop rein, Leute. Kaufen uns direkt das VIP-Angebot für 700 Robux. Ihr macht das bitte nicht zu Hause nach. Bam, Leute, es hat funktioniert. Ihr seht es unten. Ich habe richtig viele coole Items bekommen. Die werden wir im Laufe des Videos an Idizog austesten, um ihn richtig zum Ausrasten zu bringen. Aber jetzt würde ich sagen, ermüde ich mich erstmal ganz schnell, dass wir hier weiter ausbrechen. Oh, Gefängniswärter, hallo. Ey, hör auf, hallo. Bro, ich komm doch schon. Ich muss kurz noch mein Geschäft machen. Bro, so lange, wie du auf Toilette gewartet hast und vor allem nicht erreichbar bist, schon auffällig, ne? Bro, sei mal nicht so frech, sonst gibt's dir eins auf den Kopf, Mann. Wo hast du denn das hergeholt, Alter? Den hab ich im Klo gefunden. Der stand da drin fest. Ja, der passt da auch ganz sicher rein, ja? Ja, Junge, jetzt red nicht so viel, lass uns ausbrechen. Okay, warte, ich glaube, ich muss mich hier hinstellen. Genau, du musst dich auf den Knopf draufstellen, dann kann ich nämlich hier durch. Genau. So. Und jetzt musst du, glaube ich, auf deiner Seite irgendwo einen Knopf finden. Ach so, hier ist auch so ein roter Knopf. Mhm. Ah, da muss ich jetzt drauf, glaube ich, damit das aufgeht bei dir, ne? Ja. Planst du irgendwelche Sachen, Lumex? Planst du irgendwie, ich habe nur Angst. Nein, es könnte ja aber auch sein, Bro, dass das vielleicht eine Falle ist und eine Mine oder so drunter ist. Das weiß ich ja nicht. Ja, dann bin ich froh, Alter. Dann ist Lumex weg hier vom Fenster. Ja, ich würde da mal weiter ausbrechen, ja? Haus rein, ne? Ich mach da mal weiter, ey, ja? Ey, nicht ohne mich abhauen. Yo, wie geht's dir, Bro? Ey, das kann er nicht abziehen. Lumex! Ey, ich muss sagen, von der anderen Seite ist es echt gemütlich, Bro. Ja, schön, aber beweis mir, dass du auch ohne mich jetzt abhaust. Probier das mal. Probier mal zu abhauen ohne mich. Ja, Bro, also ich sag dir ehrlich, an sich ist es gar kein Problem. Ja, bist du sicher? Ja, guck mal, ich habe nämlich noch so eine andere Pistole im Klo gefunden. Und mit der kann ich nämlich, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, kann ich mich da, glaube ich, so... Nein! Der kann sich grappeln! Oh, Bro! Oh mein Gott, er hat es wirklich geschafft, ey! Also, ich meinte ja, ich brauche nicht deine Hilfe, ich kann auch so ausbrechen, ne? Ey, aber mach jetzt mal die Tür auf, Lumex. Mach jetzt mal die Tür auf. Okay, brauchst du einfach meine Hilfe? Ey, Gefängniswärter, Gefängniswärter, Bro, ich komm doch schon. Bro, okay, ich komm doch schon. Beruhig dich. Warte. Ja, so. Dankeschön. War das denn so schwer? War das so schwer? Ja, okay, so schwer war es nicht. Aber du siehst, wir sind gerade immer noch am Anfang. Wir müssen nämlich hier hinter. Und ich glaube, ich muss auf den blauen Knopf. Dann kannst du nämlich drüber laufen. Schau mal. Irgendwie vertraue ich dir nicht. Ich weiß nicht warum. Aber Bro. Irgendwie. Oh. Warum war mir das so klar? Leute, es reicht mir schon zweimal mit Lumex in dem Gefängnis zu sein. Jetzt schon wieder in der Zelle eingesperrt zu sein, ist aber wirklich das Letzte. Bro, ich bin doch nicht so. Guck mal, ich hole dich wieder raus hier. Aber Bro, hörst du das? Was denn? Irgendwie, du hörst dich ganz komisch an. Ich glaube, das liegt daran, dass du so klein bist. Junge! Hey! Hallo! Hallo! Habe ich Heliumstimme bei dir oder was ist hier los? Bro, keine Ahnung. Du hörst wieder normal an. Ich bin wieder normal. Also, ich glaube, ich bin größer geworden sogar. Nee, also, um ehrlich zu sein, bist du exakt genauso groß wie vorher. Aber okay, ich lass dich vor, du darfst. Okay, so, perfekt, alles klar. Und hier kannst du jetzt schon rausgehen. Ey, du bist korrekt, Mann.
Mann! Ja klar, weil ich dachte, das ist ein Koop-Gefängnis. Wir sind nicht Feinde, wir sind Partner. Genau, wir sind Partner und deswegen helfen wir uns auch gemeinsam. Ja, komm, jetzt lauf du mal zuerst, Kollege. Ja, warte, ich habe hier so einen Knopf auf meiner Tastatur. Ah, da ist ein Flammenwerfer. Oh! Gefängniswärter Lumex randaliert hier mit Flammenwerfer. Ich muss hier abhauen. Okay, Junge, auf zu petzen. Ich fackel dich sonst ab, Mann. Junge, du kommst hier nicht raus. Vor 20 Sekunden, als wir davon geredet haben, dass wir Partner sind. Du kommst hier nicht raus. Ich fackel dich ab, Mann. Überraschung. Nein. Junge, Alter. Hilfe. Junge. Alter. Bro. Weißt du was? Ich hole mir sowas gleich auch. Ja, kostet nur, ich glaube, 800 Robux, Bro. 800 Robux? Bro. Okay, ja, gut. Dann hol ich mir das beim nächsten Banküberfall wieder zurück, ne? Ich laufe jetzt rüber, aber bitte nicht runtergehen, ne? Naja. Naja. Bruder, du schwebst. Ja, natürlich, weil ich wusste, dass du mich reinlegen wirst. Einfach. Er hat einfach. Bro, aber wo ist denn da noch der Sinn von einem Koop-Gefängnis, wenn du da eh drüber fliegst? Ja, ich glaube, die haben immer nur so eine gewisse... Du machst dir doch den ganzen Spaß kaputt. Mach ich gar nicht. Ich mach, wenn, dann dir den Spaß kaputt. Nee, also ich warte nur, bis du mir hier aufmachst. Nö, mach ich aber nicht. Ciao. Okay, ich bin ja, meine ich... So, ja. Oh, warte mal. Hier gibt es ein Jetpack? Oh nein, Lumex. Ey, ganz ehrlich, kein Wunder, dass du ständig pleite bist in Roblox. Ja, nee, Bro, mir fällt gerade auf. Jedes Video muss er Robux aufladen. Bro, ich hab den doch schon lange freigeschalten. Ich hab's noch nicht bemerkt. Ja, okay, jetzt. Kannst du mich auch transportieren? Geht das? Hast du irgendein Tool, womit du mich greifen kannst? Nö, aber du kannst einfach rüberlaufen, wenn du willst. Ja. Oh, okay, Lumex, jetzt Alter, aber. Ich glaube, ich gehe wieder zurück in die Zelle. Das hat mehr Spaß gemacht. Mach doch, dann gewinne ich die Robux. Gefängniswärter, hier ist Lumex. Beruhig dich, Alter. So muss man das machen, ne? Ja, Junge. Ey, wenn du weiter so rumschreist, muss ich dich wieder schrumpfen, Mann. Nein, oh nein. Ah, okay. Du musst schrumpfen. Wie war das? Du bist geschrumpft. Komm her, Junge. Nein, ich bin nicht geschrumpft. Hilfe. Verrückter Lumex ist hier. Komm schon, ich treff dich nicht, Mann. Er trifft mich halt wirklich nicht, Leute. Guck mal, probier's doch. Ich bin immun. Ja, merke ich. Leute. Komm, geh mal auf den roten Knopf, lass mich durch jetzt. Ja, komm, lauf einfach. Meine Güte. Warte. Leute, Lumex ist halt der schlechteste Partner, wenn es um ein Gefängnis geht. Das stimmt ne? gar nicht. Guck mal, ich mach dir gerade die Türen auf. Du kannst einfach durchlaufen, Bro. Sei mal dankbar, Mann. Dann mach auf. Ah, okay. Ja, ich will mal weiter. Ja, haus rein. Wo hast du das Geld her eigentlich, Lumex? Hab ich reingeschmuggelt. Hast du dem Gefängniswärter irgendwie Versprechungen gemacht? Vielleicht ist es heimlich mein Freund. Ja. Ja, dann warum rastest du aus, wenn ich petzen will bei ihm? Ich weiß nicht, einfach so. Ah ja. Ich bin aus Versehen für... Einmal noch, Lumex. Einmal machst du das noch, dann verlasse ich diese Map. Ich bin aus Versehen draufgekommen, ich kann nichts dafür. Okay, komm, ich gehe jetzt diesmal vor. Oder? Ja, Bro. Also das warst du ja jetzt wirklich selber. Ah, ich bin ja direkt wieder hier. Du! Ekelhafter! Junge, ich verhau dich gar nicht mit meinem Hammer, Alter! Hey, nein, nicht mit dem Hammer! Nicht mit dem Hammer! Ja. Seht ihr überhaupt? Ja, natürlich. Nein, der funktioniert einfach nicht. Jetzt lauf drüber! Ja. Okay, Lumex, ich glaube, wir beenden das Video hier an der Stelle. Ich habe noch was zu tun. Okay, aber warte, wenn du... Leute, macht's gut. Hat echt Spaß gemacht. Wenn du aufgibst, dann krieg ich automatisch 10.000 Robux. Tschüss. Hey, ich krieg meine 10.000 Robux doch. Gib her jetzt, hallo. Alter, was schreit der hier so rum? Ich höre meine Kopfhörer explodieren gleich. Was ist los, hallo? Ja, wenn du jetzt aufgibst, krieg ich 10.000 Robux. Das ist ja, das wird ja immer weniger. Früher hatten wir 100.000 Robux gemacht. Ach stimmt, dann lass 200.000 machen. Ich kriege 200.000, wenn ich weitermache. Du musst mir Schmerzensgeld bezahlen langsam. Also bitte, ich glaube, es geht los hier. Also die 100.000 hast du mir immer noch nicht gegeben von dem einen, wo ich mal gewonnen habe. Ich weiß, ich kann mich gar nicht erinnern, wann du mal gewonnen hast, Bro.
Doch. Das jetzt gab's den Klopf, Mann, ich will rüberlaufen. Nein, du hast ein Jetpack. Warum sollst du da drüber laufen? Okay, dann geh du halt. Ja, ich schaff's selbst nicht. Och, nee. Warum sitzt du auf dem Boden, Bro? Ist das schmutzig? Was? Nein, das ist ziemlich sauber, weißt du, hier ist schön gesäubert. Ja, deswegen sieht man auch die Fußabdrücke hier, weil es so staubig ist, Bro. Ja, macht Sinn. Ja, pff, ja gut. Das ist natürlich auch was anderes, ne? Komm, lauf. Hä, Bro, damit lauf ich endlich raus, damit ich endlich weg bin von dir. Okay, ich spring da mal rüber, ja? Nein. Du bist. Weißt du was? Jetzt ist Schluss mit lustig. Aua, ich bin runtergefallen. Jetzt ist Schluss mit lustig, Lumex. Jetzt ist hier Schluss, Leute. Er kauft sich auch eine Feder. Es ist jetzt Schluss mit lustig. Ich mach das jetzt auch. Ja. So. Da wirst du aber fühlt sich so gut an. Aber da wirst du merken, dass du ab hier nicht weiterkommst. Lumex zu sein, das fühlt sich so nice an, vor Lumex zu sein. Und ich hätte jetzt auch nicht helfen, Kollege. Ich hau jetzt auch ab. Ey, er fliegt einfach. Yo. Ey, warum kann man diese Dinge nicht öffnen? Du Feuer, Junge! Komm schon, jetzt stimm endlich! Alter, das ist wie mit so einem. Ja! Ey, danke! Danke, Bro! Dankeschön! Oh mein Gott, Alter, du bist der Beste! Du bist der Beste, Kollege, Alter! Ja, du bist der Beste! Weiß ich weiß zwar nicht, wie dieses Level funktioniert, aber ich spring einfach rüber! Ja, ich höre dich, Alter, du bist viel zu verpiepst da! Ich glaube, jetzt ist wieder groß, Bro! Oh Gott! Das wird. Ich bin hier gespawnt! Was? Wo denn? Ja, das sage ich jetzt nicht. Das ist ja ehrenlos. Ach, wirklich? Ja, aber ich bin schneller da, als du gucken kannst! Bam! Wo bist denn du? Ja, hier? Ich bin hier! Ja, kannst du. Bro, mach an! Mach das jetzt an! Aber nicht den Laser berühren, das tut weh sonst, ne? Den was? Den Laser? Bro. Ey, wir werden dieses Level nicht schaffen. Wir werden das Level Real Talk nicht schaffen. Boomax will es wirklich in die Länge ziehen, Alter! Er will das wirklich in die Länge ziehen! Welche Farbe muss ich. Nein! Ey, ich bin wieder hier, jetzt reicht's hier aber mal. Bro. Oh mein Gott, Lumex. Bro, ich spawn die ganze Zeit hier. Ich hab voll den Nachteil. Was hast du gemacht, Alter? So, aber ich muss ich drücken, blau, ne? Ja, blau und schlau. Oh, warte. Ich muss das jetzt für dich machen, ne? Ja, Bro, ich hab Timer für dich. Ich mach das nach Timer, Alter. Ich muss jedes Mal wieder voll viel zurücklaufen, weil ich die ganze Zeit hier spawne. Wir haben ein Problem. Ja? Nein. Die Tür, die ich aufgemacht habe, jetzt ist sie wieder zu. Und der Schlüssel ist da hinten. Warte, ich hab den in der Hand. Warum kann ich den nicht von innen öffnen? Du weißt schon, dass du mir die Lasertür noch aufmachen musst? Ja, deswegen sage ich das. Warte! Niemand legt sich mit mir an. Schaffst du das? Nein! Nein, er schafft es nicht. Oh mein Gott. Ey, das habe ich aber jetzt wirklich nicht absichtlich gemacht. Ich wollte nur kurz den Schlüssel betätigen, aber ich habe doch nicht gewusst, dass die Tür zugeht. Ey, jetzt reizt hier komplett. Jetzt reizt mir hier wirklich. Ich habe den Schlüssel in der Hand. Bro, vor allem, ich habe mir gerade ein Item gekauft. Ich sterbe einmal, ist mir wieder weggenommen, das Item. Nein. Doch. Oh Gott. Lumex, du musst irgendwas schaffen, dass du durch dieses Laser kommst. Bro, wie soll ich bitte ohne deine Hilfe durch den Laser durchkommen? Sag mal bitte. Vielleicht Unzerstörbarkeit für ein paar Sekunden oder mit einem Morph oder. Was ist Nuke All? Skip Stage. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Komm jetzt zu dir auf jeden Fall, auf schnellstem Wege. Ja, indem du die Stage skippst, ne? Ja, er macht's. Ich seh's. Digga, ich wurde gerade mal hierhin teleportiert. Ist es deren Ernst? Du musst es jetzt öfter bezahlen. Oh, Leute. Das ist alles deine Schuld, Bro. So, komm jetzt nochmal, ey. Ich muss mir so viele Robux wegen dir aufladen, Alter. Oh. Aber, ja, ich habe mich durchgekauft. Ja, Mann, er hat's geschafft, Leute. Er hat es geschafft. Hier ist ja der Polizeiofficer. Ja, du siehst. Weiß ich gerade nicht. Jetzt renn, Bro. Renn!
Let's go. Ja, ey, Bro, wir sind safe. Wir sind safe. Wir sind safe. Ah! Oh Gott. Oh nein. Komm, Bro, das schaffen wir doch auch ohne Hilfe, oder? Ja. Meinst du, du schaffst den Impossible Jump? Probier mal auf die Kisten zu landen. Jo, es klappt. Es klappt einfach. Ey, jetzt will ich das auch machen. Oh mein Gott, das hat einfach funktioniert. Es klappt wirklich. Ey, das macht ja viel mehr Spaß, als man sich helfen muss, weil man hier nachdenken muss, wo man hinspringt. Also, das hat jetzt nicht viel mit Nachdenken zu tun, Bro. Schnelligkeitsfeder? Oh mein Gott. Oh. Was war das für ein Geräusch? Das war mein Motor. Okay, komm. Lauf drüber. Ja, ja, ja. Ja, danke. Du Hacker! Du hackst! Du hackst! Bro, ich bin abgebounced. Ich hab, wenn du ganz kurz vorher abspringst. Warte mal, nee. Knopf. Hacker. Was Bro, passiert? 5 Sekunden! 4! Oh Gott! No! Oh mein Gott! Da steht Ausgang, Bro! Ja, da müsste es rausgehen. Okay. Junge, ey, ich kann dich nicht mal. Doch, ich kann dich schrumpfen. Hä, du wachst jetzt um. Weil du so klein und leicht bist. Weil du so leicht bist. Hä, wie cool ist das gemacht, weil du einfach klein bist. Bist einfach nach oben gezogen. Aber. Feder hat mich. Oh Gott. Bro? Oh! Bro, du bist kämpfen. Bro, das ist der Endboss-Kampf. Bro, der schießt irgendwelche Sachen auf den Boden. Du musst aufpassen. Ja, mach ich. Wie krank geht das gerade ab? Bro, ey, schieß einfach auf ihn. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber wir müssen ausbrechen. Ich schieß auf. Boah, wir schieß machen gemeinsam. Auf. Wir schieß machen auf gemeinsam den Polizeigefechter. Schieß ihn ab, Mann. Schieß ihn durch. Oh. Ja. Kann ich Lumex treffen? Nö, aber ich würde sagen, wer zuerst in die Tür reinläuft, hat gewonnen. Nein, das zählt nicht. Doch, ich war noch näher dran. Hä? Ich bin näher drin. Nein, ich bin Platz 1. Aus irgendeinem Grund steht auf dem Leaderboard ich. Aus irgendeinem Grund steht da mein Name drauf. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil du die Lobby früher besucht hast. Aber der König bin ich. Hallo? Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Wer schreit denn da so? Lumex? Ey, rette mich, Lumex, Bro. Einizock, Bro. Was ist denn da los? Die wollen mich operieren. Die haben mir gesagt, ich habe einen Pickel im Gesicht. Aber dass mir jetzt die Kreissäge kommt, Alter. Bro, du wirst gleich in zwei Teile geschnitten, Mann. Oh mein Gott. Ich glaube, Leute, es ist soweit. Bro. Bin ich im Himmel? Gott, ich bin hier. Oh Gott, ey. Bro. Warte mal. Bro, siehst du da diese Webcam da hinten? Beobachtet die O. Stopp mal, was ist da gerade passiert? Du wurdest gerade zwei Teile geschnitten. Nein, ich bin wieder da. Ich bin wieder ganz, Leute. Ich fühle mich besser als je zuvor. Ja, Bro, also das ist ein super Arzt. Vertrau mir, Alter. Warte mal. Nee. Ich gehe da nicht hin, Bro. Ich mach das auf keinen Fall, Junge. Bist du lebensmüde? Ich will hier ausbrechen. Wir müssen den Ausgang finden. Ja, okay. Alles klar. Ich hab verstanden. Patient Lumex, bitte an den OP-Tisch. Hey! Bro? Bro, hörst du das? Bro, die haben eine Durchsage gemacht, dass ich an den OP-Saal kommen soll, Junge! Du bist jetzt dran! Na los! Ich versteck mich, ich geh da nicht hin! Du musst, ey! Oder meinst du, wir sollen hier entkommen? Natürlich müssen wir entkommen und ich sag dir auch, wie wir das machen. Wir machen daraus wieder eine Challenge, hörst du? Oh, schon wieder, Bro? Ja, Bro, natürlich. Wir sind hier anscheinend im Krankenhaus und ich würde sagen, wer zuerst aus dem Krankenhaus ausbricht, bekommt... Was? Bekommt... Warte mal. Ich würde sagen, derjenige, der hier diesmal zuerst ausbricht, bekommt ganze 150.000 Robux. Ist das dein Ernst, Mann? Oh mein Gott. Okay, alles klar, Bro. Ich werde das hier eh nicht lebend überstehen, glaube ich. Also, let's go, oder? Ich würde sagen, worauf wartest du? Lass ihn aus dem Krankenhaus ausbrechen. Ja gut, dann machen wir das mal, ne? Ist das dieser Doktor? Ich glaube schon. Und ich bin erstmal gemutet, Leute, und werde mich ganz kurz verstecken, weil ich meine, ihr kennt mich doch. Ich werde nicht einfach nur ausbrechen, sondern
Ich werde pranken. Und deshalb habe ich wieder richtig viele Robux aufgeladen, dass wir uns hier wieder die krassesten Prank-Items aus dem Shop kaufen können. Zum Beispiel haben wir hier einfach mal wieder einen richtig coolen Chatpack. Wir haben Helikopter. Wir haben so viele coole Sachen, die wir uns hier kaufen können. Ich würde sagen, als allererstes kaufen wir uns erstmal eine Bazooka, damit wir alte Zock gleich wieder abschießen können. Das heißt, 100 Robux geben wir hier direkt mal aus. Dann würde ich sagen, eine fliegende Wolke darf natürlich auch nicht fehlen, Leute. So, einen Boxhandschuh können wir auch gut gebrauchen. Dann vielleicht noch einen richtig coolen Mega-Roboter. Einen Helikopter brauche ich auch noch. Dann mit diesem Teil können wir ihn einfach einfrieren. Das kaufen wir auch noch. Dann den Bumerang hier noch. Und ich würde sagen, dann haben wir erstmal genug Items gekauft. Ich ermute mich schnell wieder und dann fangen wir an mit Prank, Leute. Bro, Yo. Lumex, du bist immer noch so jung, Bro, ich lebe doch noch. Ich war nur kurz auf Klo, Mann. Ach so. Wo ist denn das Klo hier, bitte? Kannst du mir das zeigen? Ich muss auch mal drehen. Ich hab aus dem Fenster gemacht, Bro. Ist egal. Oh, ekelhaft. Okay, Bro, wir sollen hier diesen Hebel umwerfen, damit... Hey, warte mal, die Kamera beobachtet mich immer noch. Yo, die beobachtet dich. Ey, Bro, beweg dich nicht, sonst schießt sie doch auf dich oder so. Alles klar, ich drehe den Shelter um 3. Ah, nein, die Kamera hat mich angegriffen. Ich hab doch gesagt, Bro, du musst aufpassen. Lass mich das machen. Dann mach du das eben. Du bist doch der Profi hier. Siehst du? So einfach geht es. Ja. Okay, du hast es einfach überstanden? Ja, natürlich, Bro. No way. Oh, wir haben immerhin einen Checkpoint. Oh. Yo, siehst du den Feuerlöscher da im Hinterkopf? Wie kommt man da ran? Bro, warte mal. Hörst du das auch? Ich glaube, da ist gerade ein Alarm angegangen, weil wir hier rausgelaufen sind. Oh, der Alarm ist angegangen. Hey, Bro, beeil dich. Wir müssen weiter. Komm, schnell. Okay, nein, wo bin ich? Oh Mann, da geht's so tief runter, das war's mit dir, Mann. Ich breche jetzt weiter aus. Ich war im Himmel. Ich hol mir erstmal eine Pepsi, ey. Ich glaube, du fliegst irgendwie gegen den Raum so ein bisschen rum, Bro. Ich weiß auch. Was? Ey, ich bin jetzt wieder hier, Mann. Wie ist das passiert? Ich hab's gerade nicht mitbekommen. Das war die Pepsi, der Automat ist ausgerastet oder so, Bro, ich glaube. Oh ja, na gut, dann hole ich mir eben keine Pepsi. Weißt du, was aber gruselig ist? Die Sicherheitskameras, die sehen das alles. Also wenn ich hier rauskomme, dann schaue ich mir an, ob das wirklich von dem Pepsi-Auto... Ja, der ist schon wieder abgeschossen, Bro. Du musst einfach aufpassen. Ich sag ehrlich. What? Bro, was ist denn jetzt wieder passiert? Also, ich will es nur gesagt haben, es geht um 150.000 Robux. Ich brech mal weiter aus hier. Bro, ich glaube, die Krankenkasse zahlt die V-Bucks, Robux, Bro, ist irgend so ein Ultraschallraum oder so? Bro, du musst schnell herkommen. Bro, hier ist ein Riesenskelett oder sowas. Ey, das ist Röntgenraum. Hier werden deine Muskeln geröntgt. Ey, Bro, da würde ich lieber nicht runterfallen, ich sag dir ganz ehrlich. Soll ich abkürzen? Komm. Ich kürz ab. Ich kürz ab. Nein, es hat nicht geklappt. Freunde, ich bin noch mal ganz kurz gemutet auch. Sie hat das schon richtig gut funktioniert. Wir haben schon 2 Prank-Items eingesetzt. Wir werden gleich schon diese ganzen anderen Prank-Items hier natürlich ausprobieren. An ID Zock und er ist wieder runtergefallen. Ich würde sagen, wir muten uns schnell und setzen direkt das nächste Item ein, Leute. Bro, was ist denn da gerade passiert, Mann? Weiß ich nicht, Alter. Im Ernst? Das ich hab den Checkpoint. Wo bist du? Ich bin noch mal ganz kurz gemutet, weil, Leute, ich werde jetzt einfach runterfliegen. Passt mal auf, ich aktiviere meine Wolke und dann fliege ich einfach. Okay, komm schon, Konzentration. Konzentration. Oh, was war das für ein Geräusch? Yo, was geht, Bro? Hey, was geht ab, Alter? Yo. Was geht, man? Yo, alles fit bei dir? Yo! Ey, Mann! Du hättest mir fast geholfen. Wo hast du diese Sachen her? Das war in meinem Nachtschrank. Hat der Arzt das versteckt? Ja, wahrscheinlich hast du aus der Spielzeugkiste gegriffen, ne? Ey, warum explodieren diese Treppen die ganze Zeit? Ich glaube, diese Treppen sind explosiv oder so. Man darf nur ein paar Sekunden, glaube ich, draufstehen, Bro. Oh ja, ich bin doch gerade nur eine Sekunde drauf gewesen. Warte, du musst auch jetzt gleich explodieren, Mann. Nein, Bro, du musst da halt darfst nur ganz kurz draufstehen. Oh nein. Was ist das? Wollen die uns den Grimace Shake impfen oder was machen die hier? Ich glaube auch, Bro. Das ist die Grimace Shake Impfung. Ich würde da auf keinen Fall reinfallen. Sag ich dir ganz ehrlich, Junge. Okay, ich fall da nicht rein. Keine Sorge. Oh, was war das? Oh Gott, Hilfe.
Hier werfen Leute irgendwelche Sachen rum. Bro, da kommen irgendwelche komischen Bumeränge geflogen. Hast du es auch gesehen? Ja, habe ich gerade gesehen, Alter. Komm mal her. Ey, die Kamera beobachtet dich. Die beobachtet jeden Schritt. Bro, nicht, dass sie uns gleich abschießt, Bro. Ja. Oh, Lumex! Hat er nicht gemacht. Hey, Bro, das war die Kamera. Das war doch nicht ich, Mann. Ja, ja, ja. Ich hab das aus deiner Hand kommen sehen. Wie willst du nochmal die 150.000 V-Bucks holen? Als Schummler? Lumex, der nein, Schummler? Nein, ich doch nicht. Gar nix, Bro. Du bist ein Schummler. Mach dich runter hier, Junge. Nein. Oh Gott, oh Gott. Nein, ey. Ich war ganz kurz vorm Checkpoint. Hättest du nicht eine halbe Sekunde warten können. Bro, ey, ich finde das auch so, dass ich übrigens wie so ein Domino einfach 5 Millionen Kilometer hin und her, Alter. Ja, Mann, ich fände es cool, wenn das Ding mich das nächste Level geskippt hätte. Das wird gleich passieren. So einfach mache ich es jetzt auch nicht, weil ich breche eher aus dem Krankenhaus aus. Hol mir 150.000 Robux hier ab, Mann. Ja, aber immerhin wurde ich operiert im Gegensatz zu dir. Also mir geht's viel besser schon. Du wurdest von einer riesen Kreissäge durchtrennt. Ey, ich sag dir, die haben einfach Blinddarm rausgeholt. Das war ganz wichtig. Die mussten dafür halt den ganzen Körper auseinandernehmen und dann wieder wie Legosteine zusammenbauen. Bro, komm mal lieber schnell her. Hier ist irgendein kaputter Fahrstuhl, mit dem wir fahren sollen, Bro. Ich fahr damit los jetzt. Nein, ich fahr auch. Aber halt ohne dich. Nein! Ey! Er hat sich selbst getroffen. Das Junge, bleib stehen jetzt auf mich auszulachen, Mann! Let's go. Stehen bleiben! Nein! Oh mein Gott! Wo bin ich? Bro? Nein. Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin weg. Bro, komm mal hier rein. Guck mal, das bist du. Das bist du. Bro. Das bist einfach du. Ey, der verrückte Doktor hat noch eine größere Kreissäge rausgeholt. Die wollen den in zwei Teile schneiden, Bro, der Arme. Ja, und das ist eine Sackgasse, sagen die. Es muss eine andere Möglichkeit geben, wie man hier durchkommen kann. Lass mal hier hoch, Bro, lass mal. Warte mal. Ist der Typ da gerade reingegangen? Ist er da gerade reingesprungen? Ist er in den Mund reingegangen? Probier auch mal, Bro. Ja, Bro, was hast du da in der Hand? Gar nichts, Bro. Ist das so eine Boomerang-Bombe? Was? Boomerang-Bombe? Ja. Bist du sicher? Ich gehe jetzt in den Mund. Ich spring jetzt in den Mund! Hey, stehen bleiben! Ja! Und tschüss, Lumex! Oh mein Gott! Bro, wo ist er denn sein Magen? Alter! Yo! Was war das gerade? Was? Yo, Leute, ey, ich bin kurz gemütlich, hier sind so viele Leute. Ich würde sagen, wir aktivieren schon das nächste Prank-Item. Und dann würde ich sagen, pranken wir mal ein bisschen, was auch immer das ist. Lumex, der wird keine Chance haben. Yo! Ich bin schon weiter als er. Oh, was ist das? Was meinst du? Bro, du bist einfach zu einem Transformer geworden einfach. Was? Was meinst du? Warum hast du so einen Roboter? Oh mein Gott, war das laut! Oh mein Gott, ist das laut! Alter, das ist so ein Jumpscare! Er trifft mich nicht! Macht das überhaupt Schaden? Das macht gar keinen Schaden, glaube ich! Boah, es macht nur ein ultra lautes Geräusch! Komm her, Lumex! Erwischst du mich? Ey, das macht keinen Schaden, warte mal! Nein, ich sterbe! Trotzdem! Ja! Bro? Bro? Was? Was ist denn? Bro? Was ist denn, Bro? Hast du einen Checkpoint verpasst? Du hast einen Checkpoint verpasst? Nein, ich habe keinen Checkpoint verpasst. Aber ich bin im Röntgenraum gespawnt, Bro. Nein. Doch! Was? Was ist das denn? Das muss ich mir jetzt nochmal reinziehen. Was? Hä? Oh mein Gott, die haben mich so abgezogen. Warte ab. Ich bin in 0,x bei dir, Bro. Du hast mir den Falschen angelegt, Junge. Alles klar, okay. Mann! So, Bro. Also, ich weiß ja nicht, wo du bist, aber ich will nur sagen, dass ich wieder bei dir bin. Er ist so dreist. Der fliegt mit der Wolke hier rein. Oh mein Gott. Oh nein, das wird jetzt schwierig, das Level. Oder doch nicht? Was ist das denn? Das sind die Knochen. Was war das gerade? Was? Wolltest du. Bro, hast du wirklich jetzt mit einem Raketenwerfer mich abgeschossen? Probiert? Was? Bro, Raketen? Nein! Also. Wir sind hier in einem menschlichen Körper. Du machst ihn gerade von innen kaputt? Mit deinen Bomben? Boah, ich bin so ausgewichen. Ich bin wie ein Gott ausgewichen, Alter. Ach ja, wirklich? Alter. Ja, oh, Bro. Oh, nein! Ich wusste nicht, dass er zurückkommt.
Jo, ich fahr da mal weiter mit meinem super coolen Skateboard hier, ne? Haust du rein. Ich rate jetzt. So, okay, wo ist es jetzt? Links? Oh. Junge, ey, ich bin reingefallen, Junge. Ich bin wieder... Ja, guck mal, Lumex ist so schlecht, dass er es nicht mal mit der Wolke schafft, über dieses Level drüber zu kommen. Bro, ich würde mir hier an deiner Stelle nicht so frech sein, ne? Also. Warum? Weil... Why? Weil ich... Was? Nicht sonst abschieße! Nein! Junge, wie knapp war das, dass die Tür zugegangen ist, ne? Das ist so ein Glück gehabt, Junge. Ich habe so ein Glück. Jetzt aber! Ah! Er hat sich selbst erwischt. Digga! Wo bist du eigentlich jetzt wieder gespawnt, mein Freund? Ich bin wieder im Röntgenraum. Du bist schon wieder im Röntgenraum? Karma ist das alles. So, Junge, jetzt aber! Wow! Oh mein Gott, er ist wieder mit der Wolke, Leute. Er ist einfach so ein Goku. Ah, da bist du ja. Yo, Bro, also während du jetzt nach oben kletterst, ich flieg da mal nach oben, ne? Ey. Yo, ist ja schnell. Tut mir leid, Mr. Schummler. Oh nein. Ey, warte, Bro, warte. Ich bin mal korrekt zu dir. Und zwar, guck mal, ich hab hier so einen Hubschrauber. Ich glaube, du kannst damit einsteigen, Bro. Komm mal runter. Warte mal, ich probier mal. Wie? Ey! Kannst du einsteigen? Warte. Ich war gerade drauf, Moment. Ja! Yes! Warte, ich flieg! Ey, geil! Warte. Nice! Kann ich abheben? Flieg doch hoch! Jetzt, warte, das geht nicht! Du musst öfter springen, oder? Nein, das geht auch nicht! Ich glaube, wir sind einfach zu fett dafür. Du bist so schwer, runter mit meinem Hubschrauber, Junge! Oh Gott, Alter, Lumex kauft sich für Robux solche Sachen, ne? Lohnt sich doch. Lohnt sich absolut, Junge. Oh, Bro, das ist ganz böse. Ganz ehrlich, sei vorsichtig, dass du dich nicht selbst triffst gleich nochmal. Digga, es ist so schlecht, ne? Wenn du nochmal dich triffst, dann bist du down. Also ich will ja nur sagen, aber wenn du diese Prank-Items benutzt, dann wirst du nochmal getroffen, dann war es das für dich, Freundchen. Dann musst du wieder von vorne starten und dann werde ich nicht auf dich warten. Weißt du, was das für ein Geräusch? Wow! Wie ist er auf einmal hier? Hey! Junge, ich bin runtergefallen, Mann! Bro, kannst du nicht normal klettern? Doch, kann ich. Oh ja, Checkpoint. Nice. Oh, Bro, hier wirst du sterben. Das weiß ich schon. 100%. Das wirst du nicht packen. Bro, jetzt musst du echt aufpassen, ne? Also, Bro, was denkst du denn von mir? Als wenn ich das nicht schaffen würde hier. Guck mal, pass mal auf. Ich hole nämlich hier mein Skateboard raus. Und dann... Das schaffst du nicht. Bro, du wirst getroffen. 100 pro. Oh. Ja! Oh. Leg dich nicht in mir an, Junge! Alter. Oh. Oh Gott. Ich glaube, ich wurde vom Kackstreifen getroffen. Hier ist ein Kackwürste, Bro. Nein. Die sehen aus wie Pommes. Oh, nein. Bitte, es darf dich nicht erwischen, Alter. Sonst musst du den ganzen Weg... Ich bin in eine riesen Toilette reingefallen. Wir sind im Darm drinne. Was ist das für ein Gestank? Jo, was geht, Bro? Alter. Oh, alles fit bei dir. Da ist der heilige Checkpoint. Endlich. Haha, daneben. Daneben. Junge! Freund, ich bin gemutet. Ey, er denkt gerade, er kann mich pranken. Aber ich bin hier der eigentliche Pranker. Ich bin Adizock jetzt koppelt hops. Ne, passt auf. Jo. Oh ja, okay. Oh Gott. Komm her! Bro, sei vorsichtig. Ist gemütlich hinten auf meinem Rucksack, ja, ne? Ja, sehr, sehr gemütlich, Alter. Danke, du musst gar nicht selber laufen, ist doch voll praktisch, oder? Ja, voll praktisch, Alter. Ja, sehe ich auch so. Was machst du da? Ja, ist ein bisschen ungemütlich irgendwie, finde ich. Bro, nein. Ey, ich versuche das abzuwenden. Nein. Hör auf, dich zu bewegen. Du kannst nicht. Weißt du was? Ich schieb dich mal ins Dings rein. Na los. Ja. Oh nee. Aus rein, meine 150. Nein. Robux, Bro. Bro. Was denn? Bro. Was denn? Ich hab's geschafft. Also... Ich muss ja noch was zu sagen, Alter. Hier ist das Ende. Nein, es muss doch bestimmt noch einen weiteren Weg geben, oder? Ich mache hier ein bisschen Flips beim Skateboard so lange, ne? Nein, Mann. Ey! Weißt du, an der Stelle, Bro, ist es doch eigentlich ein super Zeitpunkt, um ein bisschen zu dancen, findest du nicht?
Ja. Also ganz starke Sache auf jeden Fall, Kollege. Ja, Bro, also aber ich würde sagen, gibt ne? Nur ein kleines Problem. Ja, bist ein Party machen. Ach so, ich Bro. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, aber. Ja. Komm schon. Nein. Nicht mit mir, Junge. Warte, deine Wolken werden sich irgendwann auflösen. Oh Gott. Kommst du nicht hoch oder was, ne? Na, warte, ich bin gleich da. Was? Ey, es trifft ihn nicht. Ja. Es trifft ihn nicht. So, an der Stelle würde ich sagen, Bro, krieg ich bitte jetzt meine 150.000 Robux. Die kriegst du nicht. Bro, ich bin eher als du aus dem Krankenhaus ausgebrochen. Natürlich bekomme ich die. Ja, aber du hast geschummelt, Alter. Du hast geschummelt, Kollege. Ich lass dich hier nie wieder raus. Na los. Komm, irgendwann lässt du mich raus, dann treffe ich dich. Dann bist du down. Du hast zwei Optionen. Dann geh zurück für dich ins Krankenhaus. Nein. Entweder du gibst mir jetzt meine 150.000 Robux. Nein. Bro, nein. Nein. Was hast du vor? Was hast du vor, Alter? Ja, du kannst mir meine 150.000 Robux geben. Nee, 100. Ja, doch, 150.000. Oder du machst gleich einen Abgang für immer und ewig ins bodenlose Nichts. Nein. Oh, Lumex, das machst du nicht. Das machst du nicht. Oh, geht's hier schön das tief runter? Das machst du nicht. Hä? Nein, lass mich! Nein! Oh, rein, nein. Bro! Bro, warte mal! Was machst du hier und warum steckst du in der Toilette fest? Ich war auf Klo, Bro. Irgendwie war das Ding so groß, dass es mich jetzt runterzieht. Keine Ahnung. Okay, warte. Ich helfe dir nur raus, wenn alle Leute jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Bitte lasst ein Like da, Leute. Ich muss hier raus, bitte. Ihr habt's gehört, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Okay, komm, Selby. Die haben alle Daumen nach oben da gelassen. Ich hol dich raus hier. Komm. Mal okay, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt raus. Oh, Alter. Bro, warte. Ich muss kurz runterspielen. Oh, es geht nicht runter. Es verstopft. Egal, lassen wir es. Bro, was hast du gemacht, dass du da stecken geblieben bist? Ey, Digga, du weißt nicht, was ich davor gegessen habe. Das ist aber ein anderes Thema, Freunde. Bro, aber warte mal. Wo sind wir eigentlich? Oh, wir sind ja im Gefängnis. Stimmt, ja, ich war gerade auf Klo und bin im Gefängnis aufgewacht. Stimmt, wir sind nur im Gefängnis, aber Bro, was ist das für ein Gefängnis? Ich kenne das gar nicht. Doch, das kommt mir ein bisschen weg vor. Warte mal, Bro. Guck mal da. Nein, es ist wieder er. Nein. Bro! Ich bin raus. Nein, da mache ich nicht mit. Nein, nee, warte mal, Bro, das ist nicht... Das ist nicht Barry. Warte mal, Leute. Und dann? Das ist nicht der normale Barry. Ich glaube, das ist das Barry 2 Gefängnis. Hä, ist es dein Bruder? Ist es der gleiche und hat einfach neues Gefängnis aufgemacht? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist sein Bruder oder so. Jedenfalls ist das Barry 2 Gefängnis, so wie es aussieht. Da mache ich nicht mit. Ich steck mich wieder ins Klo rein. Da bin ich raus. Ja gut, dann würde ich sagen, breche ich jetzt ohne dich aus, weil der Gewinner, der zuerst ausbricht, bekommt nämlich heute 50.000 Robux. Wie viel Geld ist das? 500 Euro. Ich bin dabei. Ja. Let's go. Ich bin Junge, dabei. Na, ich hau jetzt hier schon mal ab. Oh, warte mal. Ey, Bro, guck mal, hörst du das hier? Ja, was war das Klopfen? Ich glaube, es kommt aus der Toilette raus. Guck da mal rein, Bro, da ist irgendwas. Okay, Freunde, Sam ist kurz abgelenkt. Ich bin zu lange gemutet. Natürlich werden wir immer ein bisschen pranken und deshalb gehe ich hier einmal in den Shop rein und kaufe mich hier einmal das Prank-Bundle. Das Ganze kostet mich hier einfach 800 Robux, aber ich werde es jetzt einfach kaufen hier, um Sam wieder ein bisschen mit den Items zu pranken. Ich hoffe mal, er wird damit richtig krass ausrasten. So, ihr seht unten, ich habe richtig viele coole Items jetzt. Ich würde sagen, wir muten uns mal und dann pranken wir Sam direkt. Los geht's. M7, Bro! Digga, ich bin wieder festgesteckt in der Toilette. Was hast du denn gemacht, Bro? Warum steckst du schon wieder fest, Mann? Ich muss wieder aufs Klo, helf mir kurz, bitte. Warte, Bro, ich helfe dir. 3, 2, 1 und... Helf mir. Du hast mich in ein Gefängnis gepackt. Ich bin doch schon im Gefängnis. Lumix, hör auf damit. Ich hab gar nichts gemacht, Bro. Ich hab dir doch geholfen, hä? Ich weiß gar nicht, was du hast, Mann. War das doch... Digga, das war Barry. Ja, Mann, das war Barry. Er hat mich aber irgendwie rausbekommen mit dem Gefängnis, Bro. Ey, du musst aufpassen, er kann so... wo bist du jetzt? Ich bin hier oben. Bro, du musst aufpassen, er kann so Gefängnisdinger werfen, ne? Ja, ich hab schon gesehen, du hast in irgendeiner komischen Zelle oder sowas drin, ne?
Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich wollte eigentlich aus der Toilette raus. Ich glaube, der hat so spezielle Fähigkeiten, ja? Was Bro, denn? Ich habe auf einmal so ein Haustier bekommen. Ich habe eine Katze auf meiner Schulter auf einmal. Hä, wie cool ist das denn? Wie heißt die? Das ist, das Sevlon. Sevlon ist ein Mädchen oder ein Junge? Das ist ein Huhn. Ach so, ja, stimmt, stimmt. Es gibt ja verschiedene. Genau, jetzt brech mal hier lieber weiter auf. Aus hier, geh mal vor mich jetzt hier. Wer ist das? Bro, wer ist das hier vorne? Das ist ein Bauarbeiter. Bauarbeiter, ey, Bro, ich glaube, der will uns angreifen, muss aufpassen, ne? Warte, was ist, wenn ich da hingehe? Nee, okay, okay, der macht nichts, da ist nur so eine Attrappe da. Hey, ey! Bro. Yo, Bro, bisschen kalt hier, ich glaube, ich brech mal weiter aus hier. Ja, das war er. Ich glaube, das war der Typ, der hier vorne ist. Ich hab doch gesagt, du musst aufpassen, ne? Ey, Digga, immer ich erwisch diese Leute, Freunde, das gibt's noch nicht. Ja, jetzt mal ohne Spaß, Bro. Warum hat er aber dich nicht vereist? Ich weiß auch nicht, Digga. Ey, jetzt habe ich aber einen blauen Strahl gesehen von deiner Seite. Was? Ey, na, ey, ich weiß gar nicht, was du meinst, Bro. Was ist das für eine Pistole in der Hand? Das? Was ist das? Das, ja. Das war im Klo drin, als ich dich rausgezogen hab. Ja, was macht es? Oder ist es einfach nur eine Waffe? Hä? Hey, ich kann mich nicht bewegen! Lumix, nein, hör auf, bitte! Ja, hau rein, Bro! Meine 50.000 Robux! Hey, hör doch auf, Digi! Hey, 500 Euro brauche ich! Ich brauche die 500 Euro, ich kann mich noch immer nicht bewegen! Kannst du dich immer nicht bewegen? Nein! Warte mal! Wie lange hält das? Ich drücke jetzt mal auf den roten Knopf drauf, Bro! Und ich hau mal weiter ab jetzt hier, ja? Lumix, warte doch bitte, ich kann mich nicht bewegen, ohne Spaß. Als wenn? Ja gut, dann, Bro, auf alles, du musst wieder zurückkommen, Real Talk, ich kann nichts machen, das ist Bug, oder ich weiß nicht. Ja, ich komme aber nur zurück, wenn Bro, ich kann nichts machen. Ich komme nur zurück, wenn jetzt alle kommen mit den Loser-Settle. Ja, das ist unfair, ich mach doch gar nichts, Diggi. Ja, okay, auf, deine Entscheidung, zu sein. Bro. Jetzt mach mich doch bitte hier raus wieder. Ich komme sag erst, dass alle Loser selber kommentieren sollen, dann komme ich. Loser Lumix. Nö, nee, okay, ich komme nicht. Ciao. Ja, dann hast du gewonnen, dann warst du es mit dem Video. Jo, 50.000 Robux an meine Adresse mit einmal, ja? jetzt hol mich raus. Ja, sag erst, dass alle Loser selber kommentieren sollen. Loser Lumix. Loser Seven, Junge, ich helf dir sonst nicht, Bro. Jetzt, du musst mir helfen, ich kann mich echt nicht bewegen. Junge! Ich, auf alles, ich kann nicht. Hä? Ich kann mich nicht bewegen, noch es immer geht nicht. Ja, gar nichts hier, warte mal. Ja, sonst reset dein Charakter mal. Nö, da müssen alle in die Kommentare schreiben, Loser Lumix. Seven? Was denn? Willst du mich hier für dumm verkaufen? Jetzt beweg dich doch einfach! Ja, das siehst du? Mir. Ja, super, das geht doch. Mir. Geht doch. Willst du mich wieder hops nehmen, hä? Willst du mich wieder hops nehmen, hä? Willst du mich wieder hops nehmen, hä? Ja. Hey, Bro, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich nehme jetzt meine Ballons, bam. Und dann fliege ich hier eine Runde, ja? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr hochspringen damit. Schau mal. Hä, warum hast du Ballons? Hä? Die lagen rum. Wo konnten wir die denn? Sag mir nicht, der Wärter hat dir Ballons gegeben. Das macht gar keinen Sinn. Ey, doch, die lagen da einfach so, Bro. Digga, laber mich nicht voll. Doch. Never ever. Doch! Ey, Digga, Leute, er lügt mich wieder an. Er lügt mich wieder an. Alles klar. Okay, dann weiß ich Bescheid. Leute, Lumix will wieder mich hops nehmen, glaube ich. Und ich als korrekter Freund. Nicht erwischt. Tschüss, ich gehe weiter. Ja, dann geht doch weiter. Ey, stehen bleiben! Oh mein Gott. Okay, Bro, ich habe nichts gesagt. Ey, du müssen leise machen. Das ist Barry 2.0. Geh vor. Ja, wie geh vor? Geh du vor. Wir müssen irgendwie hoch oder so. Er hat mich gesehen. Kann ich mich auch. Schnell hoch. Ey, warte, komm. Bro. Nimm einfach ein Chatpack, Bro. Nimm einfach ein Chatpack. Nein, ich bin nicht so ein Assi wie du. Er kommt hoch. Nein. Jo, ich bin auch oben. Schau mal. Hey, wie? Du hast... Ich hab doch gesagt, Bro. Nimm Chatpack. Na, Bro, ich spiel nicht mehr. Entweder du hörst auf oder ich spiel nicht mehr. Bro, wir haben vergessen, einen Knopf zu drücken oder so, ich glaube. Nein. Aber welchen Knopf? Nee, den drückst du, den Knopf, den... Nee, ich drück den nicht. Du kannst den Knopf drücken. Kleiner, ein 30er. Bro, du hast Jetpack und so. So, Bro, ich würde sagen, ich drück jetzt mal den Knopf hier unten. Bam. Und dann geht's hier wieder ab nach oben. Bam, 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 bam. So. Junge, du bist so ein Hacker. Du kannst einfach nicht fair spielen. Wir spielen um 500 Euro und selbst da hackst du immer. Hey! Nein, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Nee.
Okay, jetzt reicht's. Alles klar, Bro. Ich kack mir ein, Bro. Okay, ey, ich bin jetzt irgendwie in der Küche unten hier im Barry 2 Gefängnis. Ja, ich bin jetzt auch hier, Lumix, wo du bist. Ey, Bro, wo kommst du? Wie schnell bist du hierher gekommen? Warte mal, was hast du da? Sag noch einmal, dass du... Junge, du Kleiner, sag mir noch einmal, ich soll Loser Seville in die Kommentare schreiben, Digga, dann kracht's. Dann kracht's, mein Freund. Dann kracht's aber sowas von. Junge, pack deine komische Waffe da mal weg. Pack du doch deine Waffe weg. Junge, du Kleiner! Das war's. Tschüss, Lumi! Du ekelhafter. Junge, ey, wo bist du denn? Und ich geh jetzt durch. Oh mein Gott, du weißt nicht, was als nächstes kommt. Du wirst es nicht... Oh mein Gott, das ist krass. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Alter, wie heiß es hier ist. Ist das auch so heiß? Ja, ist echt heiß, aber Bro, deswegen, ich mach mir gar keine Gedanken, weil ich flieg einfach ein bisschen drüber, so, super easy. Bye, guck mal, er hackt wieder. Er hackt. Digga, du kannst doch nur hacken, mehr kannst du nicht. Real talk, Bro, real talk. Bro, ich würde sagen, an der Stelle bist du wieder unbeweglich, habe ich das Gefühl. Nein, weil... ich nicht. Doch. Warte, wo bist du? Komm doch her. Warum bist du so schnell? Was hast du genommen? Gar nichts. Du? Hast du was genommen? Ich trag dich nicht, Mann! Hast du was genommen? Ich hab nichts genommen, nein. Guck mal, er trifft mich nicht, Freunde. Ich treffe ihn aber auch nicht. Warte mal. Jetzt reicht's. Jetzt hol ich ihn. Nein, fast! Ey, Junge! Warte. Nein! Nein! Er hat mich! Schnell zurücksetzen, Freunde! Schnell zurücksetzen! Er hat mich erwischt! Ich würde sagen, ich brech da mal weiter aus dem Barry 2 Gefängnis, Junge! Kannst du gern machen, aber Bro, sag mal ehrlich, bist du auch so schnell wie ich eigentlich? Ja, weil ich pfeffe mir jetzt eine Cola hier rein. Lecker, lecker, kluck, bam! Oh, oh. Und guck. Ich würde sagen, ich renn dann mal, ne? Ja, ich bin direkt hin. Ey, Digga, WTF, warum treffe ich dich nicht? Hä? Du bist einfach kacke. Warum treffe ich dich nicht, Freunde? Das gibt's doch nicht. Also, ey. Was muss man hier machen? Oh mein Gott. Bro, hier ist Barry. Hier ist Barry. Ja, und hier ist Barry. Hier ist Barry. Hier ist Barry 2, ich seh's auch gerade. Oh mein Sag Gott. Sag ich doch. Mach auf. Mach du auf. Renn, Bro! Oh mein Gott. Ich bin drin. Ich bin auch raus. Schnell. Ey, das gibt's nicht, dass ich dich nicht treffe, Leute. Es ist doch unmöglich. Bro, du bist Kacke im Ausbrechen. Sieh's ein. Ich bin Barry Ausbruchsmaster. Du musst es langsam mal wissen hier. Heute gewinne ich, Freunde. Ich lass ihn nicht durchkommen heute in Lumex. Schau mal. Ich bin im Barry-Gefängnis schon immer Platz 1 gewesen. Denkst du, im Barry 2-Gefängnis ist das anders? Ey, du bist so ehrenlos, ne? Was denn? Ehrenlos, du machst doch genau das Gleiche. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Jawohl, Leute, er ist runtergefallen. Wir können jetzt zurück. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Was denn? Keine Ahnung, was du machst. Warte ab. Pass auf, warte. Warum, was machst du denn? Er trifft nicht mal. Oh mein Gott. Tschüss, Lumex. Ich geh schon mal weiter. Junge, warum bist du so schnell? Ja, du hast was übersehen, Bro. Nein, gab's denn noch einen Energy Drink? Kann ich dir nicht sagen. Nein, ich darf hier keine Werbung machen für Drinks. Weiß ich nicht. Junge, was laberst du? Wir sind vor Lumix. Ey, Bro, was ist, wenn ich heute gewinne? Dann bist du der größte Noob, der größte Versager. Das kann jetzt nicht sein, dass du das gewinnst, Bro. Nur weil du diesen Energy Drink getrunken hast und ich nicht. Oh mein Gott, er ist da hinten. Du bist schon da oben, Digga, was? Ja, du bist ja voll weit weg. Warum bist du so schlecht auf einmal? Ey, ich fliege ins Himmel beim Jetpack. Ja! Nein! Du benutzt nicht wieder das Jetpack. Hä? Bro, natürlich. Oh Gott, also... Guck mal, du kannst nur hacken. Ich dachte immer, dass wir Freunde werden, wenn wir im Gefängnis landen. Und nein, er verarscht mich immer wieder, Freunde. Bro, wie weit vorne bist du? Das kann nicht sein. Komm her jetzt. Nö. Leute, ich glaube, ich bin gleich beim Boss, ne? 31er, warte. Ich glaube, ich bin gleich beim Boss, Bro. Nein. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Wir dürfen Seville nicht gewinnen lassen. Guck mal, er ist da. Freunde, wir schnappen uns Seville jetzt. Pass auf. Und dann prank ich ihn direkt wieder. Wir muten uns. Let's go. Digga, das ist ja übel einfach. Oh mein Gott, ich bin geboren, um auszubrechen. Yo, Seville Pro! Was denn? Was geht, Mann? Was denn? Warte mal, wo bist du denn schon wieder?
Hä, Bro, wo bist du denn? Ich bin gleich durch, ich bin gleich beim Bossfight. Ah, hier ist ein... Ah, wer ist denn da? Guten Morgen. Nein, Bro, wie hab ich dich etwa getasert? Oh, oh, da ist Perry Zeit schon wieder. Oh nein, hat er mich gesehen? Wie schnell? Ah. Ich glaub's nicht. Ist da Barry? Ist da Barry? Bro, hier ist Perry 2. Wir müssen okay. irgendwie einen Ausgang finden. Ist mir egal. Ich komme alleine raus. Ich helfe diesmal nicht. Hier ist ein Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel. Wir haben Schlüssel. Hey, warum geht er nicht runter? Yes, tja, okay. Bin ich nur auf einmal wieder vor dir oder was ist denn da passiert gerade? Bro, du musst mir erzählen, wie schnell warst du gerade bei mir, bitte? Sag mal, ja, sag mal. Wie schnell war das? Was hast du gemacht? Ich trinke jetzt hier erstmal ganz kurz ein Wasser. Tschüss! Viel Spaß beim Wasser trinken! Viel Spaß Junge, beim Wasser woher trinken, kommst du schon wieder? Bam, ey, Leute, das wird richtig warte. Spannend, wer am Ende jetzt gleich gewinnen wird. Oh, ein Chopper, der nach oben geht. Bam. Jawohl, ich bin vor dir. Oh mein Gott. Bro, ich hab so krasse Items, du weißt gar nicht. Oh, hier ist Laser. Er gibt wieder, an, weil er Geld hat. Ich weiß Bescheid. Okay. Hey, was warst du da? Ja, ja, weil du dir alles kaufen kannst und ich halt nicht, Digga. Oh mein Gott. Lumex? Ja? Okay. Leute. Wasser! Wasser! Oh mein Gott. Oh mein Gott. GG. Oh mein Gott, Lumex, guck mal, was hier ist. Ist das Lumex? Der Barry 2 Endboss? Das ist er hat sogar Laseraugen. Was? Ah! Bro! Wir haben so eine Laserknarre, okay. Warte! Ich mach ihn nein, fertig! Das ist eine Eiskanone! Huh? Ja, Bro! Wer ich mach ihn fertig Eiskanone? Jetzt! Warte ab! Wie viel Leben hast du schon weg von dem? drei Bro, Viertel, warum? Hm, okay. Ich hab jetzt die Hälfte, du? Hey, Junge, was laberst du? Ich mach ihn eher fertig! Leute, ich muss gewinnen gegen Lumex. Komm schon, das wird so knapp. Bro, du gewinnst das nicht. Du gewinnst das nicht, Bro. Denkst du ernsthaft, du kannst gegen den Ausbruchsmaster hier gewinnen, Bro? Denkst du wirklich? Natürlich, weil du mich immer hops nehmen willst. Ich will normal ausbrechen und du spielst immer um Geld. Okay, Leute, ich hab's gleich. Ich hab's auch gleich. Warte kurz. Komm schon, Barry 2. Friss das, du Opa. Ich bin durch. Ich bin durch. Nein, 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 du laberst. Ich bin durch. Nein. Doch, ich bin durch. Seven. Ich bin durch. Seven. Ich bin durch. Ich hab gewonnen. Komm schon, friss Obst und Gemüse, du Opa. Ich hab gewonnen. Nein. Lumex. Ich hab ihn auch. Ich hab gewonnen. Bin ich? Du bist erst jetzt da? Ja, ich bin erst jetzt da. Nur der Unterschied zwischen uns beiden ist, Bro. Was denn? Dass du mich wieder tasern willst, hä? Warte, dass du mich wieder tasern? Hier ist noch ein Raum, Bro. Warte, wo geht's hier hin? Was babbelst du? Das ist der Anfang, wo wir waren. Das ja, ist der aber Anfang. Der Unterschied zwischen uns beiden ist... Was denn? Was denn? Hör auf! Der ey, Unterschied zwischen uns beiden ey, ist... Er trifft mich eh nicht. Hey, du 31er! Lumex, wer hat heute gewonnen, du oder ich? Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Ey, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wartet mal, ich gehe mal hier links drauf. Und zwar kann ich mich selber in Barry 2 verwandeln. Ich würde sagen, wir kaufen uns das einfach mal ganz kurz für 500 Robux. Und dann hätten wir damit jetzt eine Prank. Passt auf. M7! Ja, ich habe doch gewonnen, was denn? Ja, wo bist du denn? Ich spiel Hide and Seek, du? Wie, du spielst Hide and Seek? Ich hab mich versteckt. Ja, komm mal raus, Bro. Ich will dir eine Robux geben. Ach so, diese 500 Euro? Ja, Mann. Ach so, ja, ich komm. Warte, ja. Ja, Bro, komm mal zurück zu den Zähnen, Mann. Ich will dir eine Robux geben. Okay, ich komm jetzt. Warte. Oh, ich muss aufpassen. Hier ist Barry, Freunde. Leute, guck mal, wie schlecht Barry ist. Mann, Junge! Nein! Hey, GG. Hey! Hey! Was? Yo! Seven, Bro! Was geht ab, Mann? Lumex, wo bin ich wieder gelandet? Ich bin am... Nein, ich bin am Anfang, Bro. Und es sind zwei... Bro, was geht ab, Mann? Ey, wie geht's dir? Ich seh dich nicht. Oder bist du... Ey, warum sind hier zwei Berries? Ach so, ja, Bro, ich hab kurz mal den Job von Barry 2 übernommen. Du, das Ding ist ja, du bist wieder in der Zelle drin. Heißt das ja jetzt... Ey, lass mich nicht, raus. Heißt ja nicht theoretisch jetzt, dass ich gewonnen habe, weil ich meine, ich bin ja draußen, ne? Nein, 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 nein. Eigentlich schon, Bro. Nein, 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 ich hab gewonnen.
Ich war zuerst draußen, du hast mich hier wieder eingesperrt mit deinen Tricks. Gib mir meine 500 Euro. Bro, ich bin jetzt hier ausgebrochen und du bist in der Zelle. Also ich glaube eher, dass ich jetzt von dir 50.000 Robux... Nein. Leute, das ist unfair. Ich hab gewonnen, Digga. Ich bekomme jetzt meine 50.000 Robux, hörst du? Nein, die Leute entscheiden. Leute, ich bin raus da. Ich gehe raus. Ich will nicht mehr mit dir spielen. Was für... Nein, selber meine 50.000 Robux krieg ich jetzt. Ich krieg jetzt meine 50.000 Robux, hörst du? Nein, ich hab gewonnen. Loser, Seville. Ey, Leute, ich sage euch ehrlich. Loser Lumex. Schreibt in die Kommentare rein, wer gewonnen hat. Ich sage euch aber ehrlich, eigentlich, ich bin draußen, du bist drin in der Zelle. Deswegen ist es ja eigentlich klosklar wie Klosbrühe, wer jetzt gewonnen hat. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich hab gewonnen. Also, Freunde, ich sage ehrlich, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne Seville abchecken, würde ich zwar nicht empfehlen, aber... könnt ihr trotzdem gerne machen. Und ansonsten, Seville, würde ich sagen, in der nächsten Folge kriege ich hier auf jeden Fall meine 50.000 Robux, hörst du? Ich krieg die 50.000 Robux, hörst du? Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der Folge. Bis dahin, ich bin raus.